Dieses Video enthält keine Werbeclips, dank der großartigen Community, die uns auf patreon.com unterstützt und dafür exklusive Inhalte erhält. Und ich weiß, niemand möchte daran erinnert werden, die ganze Sache mit der Glocke und so, aber so läuft es nun mal auf YouTube. Bitte abonniert uns, falls ihr es noch nicht getan habt, lasst ein Like da und schreibt einen Kommentar, falls ihr euch die Zeit nehmen könnt. Vielen Dank. Was ich direkt sagen kann, ist, WTF ist heute nicht dabei. Aber keine Sorge. Die geht's super. Ja, alles gut. Es sind nur gute Gründe. Die ist nicht aus Krankheit oder sowas ausgefallen. Private Dinge, die aber nur in positiven Bereich sich befinden. Und liebe Grüße an die WTF. Geht raus. Und mal gucken, wann sie dann da, ob sie das nächste Mal wieder dabei sein kann. Und jetzt schalte ich frei. 3, 2, 1. Gaststar Heinz! was für eine Ehre. Ja, es ist tatsächlich diese so. Austauschstudenten. Es ist wirklich geht so. Noch so ein kleiner Hut auf seinem Kopf eigentlich. Ja, stimmt. Also so ein kleiner, ich habe meinen Abschluss gemacht. So ein Abschlusshut. Ja! Okay. Oh, da freut er sich. Wunderschön. So, ihr Lieben, hier steht noch ein Farbrack, weil ich hier Miniaturen gemalt habe auf dem Tisch. Das muss jetzt mal auf den Boden. Oh. So. Oh. Achso, nein, das ist mir eingefallen. als Weihnachtsgeschenk von der Arbeit habe ich ganz viele Miniaturen geschenkt bekommen. Nice. Cool. Das ist ein Vorteil, wenn die Arbeit mit Minis zu tun hat. Das ist wahr. Ist das eine Speicherkarte, die er jetzt auf dem Kopf hat? Nein. Oh, ja. Oh, süß. Ah. Oh, Nico. Das ist großartig. Bitte einmal Lob an Nico. Eins. Nikolom. So, es sind alle offiziell da. Da würde ich mal vorstellen. Hallo. Da ist dabei die Gina, die frisch mit riesigen Mengen an Miniaturen in die Weihnachtszeit geht. Und Ninvi spielt die immer positive, begeisterte, religiös kletternde Chor, die in Strixhaven das, sag ich mal, positive Rückgrat der Truppe darstellt. Hallo! Hallo! Dann daneben die Fuchskind oder Daniela, eine wunderbare Künstlerin, die auch die Charakterbildchen beigesteuert hat. Und ganz, ganz, ganz viele weitere Bildchen, die dann immer am Mittwoch auf einmal plopp, 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 plopp erscheinen. Als Grimla, die Beschützerin, die von einer schüchternen großen Ork-Gärtnerin in einen auch etwas schüchternen, aber auch gleichzeitig ziemlich aggressiven Bären sich verwandelt, wenn es sein muss. Hallo Daniela! Hi! Dann der Ben von Ben and Paper, schon fertig mit der Sonnenbrille, weil sein Blick Leute versteinert als Avicenna. Hallöchen. Die Gurgone. Dann den Steffen von Tavernentresen und dem Kanal Jiwatski mit Hörnchen und einem verdorbenen, also innerlich verdorbenen, nicht tatsächlich schlecht gewordenen Fisch dabei. Doch, fällt auch ein bisschen äußerlich. Vielleicht. Als Tiefsee. Hallo. Hallo. Und dann das jüngste Mitglied in der Truppe im Sinne von als letztes dazugestoßen, aus einem NSC-Witz entstanden, jetzt ein SC, der Mann mit der Seele eines Golden Retrievers, Walker, als Indie. Hey. Da grinst er. Und es hat, glaube ich, seinen Ton aus. Ja, er hat seinen Ton aus. Ja, ich hatte meinen Ton aus. Das ist auch nicht das erste Mal, dass er hier ist. Und jetzt, heute ausnahmsweise in Vertretung und als Gaststar an Abwesenheit von WTF als Tavio, den Snackenden mit der Unendlichkeitsmütze, Professor Dr. Mult Heinz. Professor Dr. Heinz Featherly freut sich, dass ihr endlich erkannt habt, dass er hier sein muss. Gut. Das freut uns auch. Und wir fühlen uns natürlich geehrt. Er hat schon mal Übersetzer mitgebracht. Aufgefallen, dass Heinz ähnlich klingt wie Nico? Das ist der Übersetzer. Ach so. Okay. Oder hast du Njak-Njak verstanden? Ja, auch das Njak-Njak. Also es klingt auch ein bisschen wie Nico, aber nur ein bisschen. Hm. Sind die verwandt oder so? Verrückt. Vielleicht. Nee, oder ja, das hat auf Nico Dauer ist doch kein Doktor. Mensch, Steffen. Ja, gut. Doktortitel sind ja, wie wir wissen, erblich. Das wissen wir doch. Die liegen, glaube ich, auf dem 7. Chromosom.
irgendwie auf dem rechten Allee, die Doktortitel. Ja, Professor weiß ich nicht, ob man die schon festmachen konnte im eulischen Chromosom. Gut, das ist unsere Truppe und wir starten in das dritte Jahr in Strixhaven. Und zu meinem großen Bedauern beginnen wir mit etwas, wofür eigentlich Tavio perfekt gemacht wurde. Ihr werdet es gleich feststellen, es geht unter anderem um Snacks. Achso, okay. Das ist schon eine Mathe. Ja. Zu Hause rüttelt WTF jetzt in ihrem Fernseher. Die Snacks! Aber das Schöne ist, ihr werdet da nicht nur mit Snacks zu tun haben, sondern auch andere Herausforderungen, die ihr sicherlich auch ohne Tavio meistern könnt. Und wir werden natürlich in Gedenken an Tavio da WTF wahrscheinlich das nächste Mal oder zumindest zum Finale vielleicht wieder da sein wird, würde ich Tavio auch nicht ganz rausschreiben. Der ist vielleicht wegen einer religiösen Zeremonie oder so etwas länger zu Hause gebunden und kann erst später im Jahr zu euch stoßen. Aber so oder so, ihr seid nicht eulenfrei, weil Heinz dazu gestoßen ist. Heinz ist allerdings nicht im Intro, das ich jetzt nochmal einspielen würde, bevor wir dann ins Geschehen starten. In dem Sinne, Intro los. Es beginnt ein weiteres Schuljahr in Strixhaven, der bekanntesten, erfolgreichsten und angesehensten Schule der Magie in all ihren Formen im Multiversum, wie zumindest der Flyer behauptet. Aber von keiner anderen Schule habt ihr so viel gehört wie von Strixhaven, bevor ihr tatsächlich selber dort aufgenommen wurdet, nun vor 2 vollständigen Jahren an diesem Kollegium. Ihr seid im dritten Jahr angekommen, mit Hängen und Würgen teilweise, mit einigen Problemen, was die Noten angeht, andere mit strahlend guten Abschlüssen. Aber das ist alles etwas durchwachsen. Manche Leute ziehen halt eher das Leben auf dem Campus, dem Studieren vor. Und am Ende werden die vielleicht dann statt einem Uni-Abschluss immerhin die Schule des Lebens in ihrem Lebenslauf stehen haben. Oder vielleicht eine Beziehung, wer weiß. So oder so, Strixhaven füllt sich wieder. Nach den Ferien. Leben kehrt zurück, die Bars, die Tavernen, die Cafés öffnen, die Vorlesungssäle werden sauber gemacht, die Konstrukte, die überall Bücher sortieren, sortieren überall Bücher und die verschiedensten Wesenheiten, die sich auf dem Campus herumdrücken, finden wieder an, vor den Cafés zu betteln, ob das die Basilisken sind, die man verscheuchen muss, damit sie niemanden versteinern, oder die kleinen Gleithörnchen, die alle Krümel aufsammeln, die jemand irgendwo vielleicht fallen lässt. Und auch ein paar erwachte Büsche, die behaupten, dass sie dringend gegossen werden müssen, wenn sie irgendwie Klingelstreiche und dergleichen spielen. Es ist eigentlich alles wie immer. Und wann und wie treffen denn unsere tollen Studierenden ein? Habt ihr euch irgendwie verabredet, dass ihr zu einem gewissen Zeitpunkt euch wieder alle an einem Ort einfinden wollt in Strixhaven, als es losgeht? Vielleicht alle gemeinsam vor unserem alten 4C-Haus? Das könnt ihr machen, ja. Es sind natürlich andere Leute inzwischen im Schlafraum 4C, beziehungsweise in dieser kleinen Wohnung, die ihr damals hattet im ersten Jahr, wo ihr noch nicht in einzelnen Campus-Unterbereichen zugeteilt wart. Und diese Leute wirken auch etwas irritiert, dass da draußen so etwas wie eine kleine Impromptu-Party steigt. Es ist eine Reihe von Snacks aufgestellt worden von einem Olin, der sagt, hallo, Entschuldigung, ich bin ein Cousin von Tavio und soll hiermit euch Snacks vorbeibringen und ausrichten, dass Tavio erst später im Schuljahr zu euch stößen wird. Das ist aber nett. Was sind das für Snacks? Oh, er macht eine von den Schalen auf und drin wuselt es vor lauter kleinen Krustentieren. Ja, nett. Oh, lecker. Ich nehme ihm die Schale sofort weg. Ja, wenn sind die aus dem Wasser?
Also ich habe sie gekauft und da waren sie in Wasser, ja, das ist korrekt. Ich gehe zur nächsten Quelle und kipp die da alle rein. Salzwasser! Meine Güte, Salzwasser! Indy würde dann würde neben Tiefsee gehen, so wie die kleinen Viecher da gerade so in der Quelle sind. Darf Nein. ich jetzt? Nein. Nein. Aber das ist... Das, das ist sind süß. Lebendig denkende Wesen, Indy. So wie du. Ja, aber du... Du willst auch nicht gegessen werden. Du bringst sie gerade um. Ich habe sie wieder rausgefischt und ich bringe sie in mein Aquarium. Schön okay. zu sehen, dass es euch immer noch gut geht und sich nichts verändert hat. Gar nichts. Ja, was Veränderungen angeht, der Aulen streicht ein paar von seinen Federn zurück, bevor er seinen Hut wieder aufsetzt. Tavio stößt erst später im Jahr zu euch. Und nun ja, anempfohlen, also das hier ist Heinz. Und er deutet auf einen kleinen grauen Aulen mit einer Strickweste, der missmutig reinschauend neben dem Bankett steht, das gerade aufgedeckt wird. Hingehen und nicht mehr schnuppern. Nussig. Hi. Und ich strecke die Hand aus. Ich bin Indy. Was? Oh, er spricht keine Gemeinsprache. Viel Spaß. Viel Glück mit dem neuen Schuljahr. Er dreht sich um, rennt beinahe in Ninvi und Grimla hinein, tänzelt zur Seite mit gespreizten Stückeln. Oh, Entschuldigung. Alles gut. Hallo, ihr zwei. Na, ihr, wie ist es euch ergangen? Auch schön, dass wir wieder alle zusammen sind. Und jetzt haben wir noch einen neuen Freund und ich zeig so auf Heinz. Und, aber schade, dass Tavio nicht mehr da ist. Aber er kommt ja wieder. Das bestimmt beschäftigt dich mit ganz viel Snackessen zu Hause. Bestimmt. Und ich würde währenddessen oder schon mal ein Mathe. Großes, kein Snackschild vorsorglich schon mal herstellen für das neue Aquarium mit den neuen Krustentieren. Dankeschön. Aber, Heinz, kannst du lesen? Ich glaube, das heißt ja. Und ich glaube, das heißt, er ist beleidigt, dass du das überhaupt in Frage stellst. Meldet sich Entschuldigung. Eine Stimme aus einem magisch verstärkten Schatten, die unter einem großen schwarzen Sonnenschirm hervorkommt, als sich Luna Winterstar nähert. Hallo. Hey. Hey. Sie richtet sich auf, leicht auf die Zehenspitzen, um einen Arm, um Avicenna zu legen und den Schirm über beide zu halten. Seit wann bist du denn schon hier? Ich bin gerade angekommen. Mein Dad wollte, dass ich früher mit ihm zusammen auf den Campus komme, aber... wirklich. Und du? Oh, gerade, ich habe eigentlich... Ich war die ganze Zeit in Silberkiel oben. Ich habe nicht unbedingt ein Ort, wo ich zurückkehre. Dementsprechend habe ich hier ein wenig das nachholen müssen, was ich vergeigt habe im zweiten und das vorgeholt, was uns jetzt blüht. Und ein bisschen Violine geübt. Violine? Oh, kriege ich das heute Abend zu hören? Oh, unbedingt. Oh, ich habe dir was mitgebracht. Oh. Sie drückt dir kurz den Griff von ihrem Sonnenschirm in die Hand. Ich halte ihn so. Dass und holt ein kleines Futteral, ungefähr so groß, raus. Okay, danke. Bitte. Kann ich das hier öffnen? Es ist nichts Peinliches. Naja, also nach den üblichen Definitionen ist es nichts Peinliches. Schaut sich trotzdem zu den anderen Fünfen um. Tiefste Schicht, das ist breit grinsend. Dann öffne ich mal. Und drin ist ein paar Sonnenbrille mit so geschliffenen Kristallgläsern dunklen. An einer Fassung, die so in kleinen Tentakeln gegossen ist. Nein, das ist wirklich nicht peinlich, das ist stylisch. Meine Familie hat besondere Leute an der Hand, was das Herstellen von Sonnenschutz und dergleichen angeht. Und müsste das andersrum genauso funktionieren, also magischer Schutz. Verstehe. Vielen Dank. Und sie bekommt einen kleinen Kuss.
sie gibt den ebenfalls zurück, so ein freundliches kleines, so ein Peck, quasi, während sie mit einem roten Auge in Richtung der versammelten Mitstudierenden schielt. Ja. Nini würde so da stehen, so. Und ich mach so mit so, oh, süß, Nini, hast du das gesehen? Oh. Okay, ja. Wir kriegen ja ihr das geschenkt, keine Sorge. Tiefste merkt nur von der Seite so patsch, 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 wer das in diese Tasche steht und welche. Ist das nicht schön, Tiefsee? Auch unglaublich schwer zu beschenken, Tiefsee. Indy ist etwas einfacher und Ami nimmt einen Stock und wirft ihn. Instant hinterher. Siehst du, das meine ich. Ja, gut. Weißt du, ich meine, es ist doch schön, dass ihr auch in den kleinen Dingen Freude im Leben findet. Hm. Apropos kleine Dinge. Du weißt, was auf uns zukommt? Ich meine, was Jahr 3? Bitte sag nicht wieder irgendein Sportevent. Oh nein. Ihr seid dran mit der Maskerade. Mit der was? Oh, Maskerade klingt gut. Maskeradenball. Oh, das klingt wiederum nach einem sozialen Experiment. Also, ein soweit ich Ball? Weiß, ja. Nein, also kein Sportball. Also kein rundes Ding, das man durch die Gegend schlägt oder tritt oder so etwas. Nein, es ist ein Maskeradenball für das dritte Jahr. Ursprünglich wurde es für das dritte Jahr eingerichtet, weil man sich denkt, dass die Leute im vierten Jahr zu beschäftigt sein werden mit ihrem Abschluss und die im dritten Jahr sind aber schon erwachsen genug, dass das Sinn macht. Im Schnitt, naja, sie schaut zu Indy, der gerade den Stock wiederbringt. Ich komme zu Avi Tenna, halt ihn dir gegen die Brust. Avi, das kann ich noch schneller. Ja, weiter, fein. Los. Ja, ja, ja. Ich kann nicht so weit werfen. Und ich gebe ihnen Ninvi, die sicherlich weiter werfen kann, weil sie sportlicher ist als Avi Tenna. Ich binde den Stock an eins meiner Kletterseile mit so einem lockeren Knoten und dann wirble ich mit dem Kletterseil und schmeiße den Samtkletterseil weg, dass er wirklich so 70, 80 Meter weit fliegt. Challenge accepted. Und weg ist er wieder. Du rennst über den Campus, hinterlässt eine kleine Staubwolke in der warmen Sommersonne, die über der Welt hängt, auf der sich Strixhaven befindet. Andere Studierende spritzen in alle Richtungen von dir weg. Du springst über eine Mitstudierende im Rollstuhl hinweg, die laut am Giggeln ist, als du da quasi über sie drüber hupst und dann den Stock kurz vor einem der großen Springbrunnen wieder zu packen bekommst. Entschuldige, du warst gerade zu. Also, es ist ein Tanzball hier auf dem Campus. Ja, also. Ah. Es wird schon erwartet, dass man dort erscheint. Das ist ursprünglich mal von einem Dozenten, glaube ich, namens Col Lema entwickelt worden. Und es soll halt ein Abend sein, wo alle Leute verkleidet sind, maskiert, magisch getarnt oder sonst irgendetwas. Um dafür zu sorgen, dass sich alle von den unterschiedlichen Colleges, von den Kollegien untereinander mischen und Vorurteile abzubauen und sowas. Das klingt nach dem besten Jahr aller Zeiten. Ich schaue sehr überrascht zur Tiefsee. Okay, du bist Tänzer? Also im Wasser weiß ich ja, aber... Ach, Wasserland, pipapo. Ist das so? Hauptsache, du spürst den warmen Rhythmus durch deine Adern fließen. Avicenna, das ist doch das, was Leben ausmacht. Naja, ich bin kaltblütig, aber ich glaube trotzdem, ja, das ist bestimmt das, was... Das freut mich, dass du so Feuer und Flamme bist. Aber das heißt doch dann, dass Tiefsee uns einen Tanzunterricht geben kann. Oh, shit. Oh, wie toll! Also, ihr müsst euch dafür einen Badeanzug kaufen, aber ansonsten ja. Oh, dann würde ich mich einfach in einen Seehund verwandeln. Dann kann ich unter Wasser bestimmt viel besser tanzen. Das ist gut. Ja. Zählt das auch als Maske, wenn man sich in Tier verwandelt? Oder verwandeln? Das gilt doch bestimmt, oder? Also, das gilt, glaube ich, auch, ja. Ich glaube, dass eine Menge von den Druiden und Gestaltwandlern. Also, in meinem Jahr hatten wir zumindest ein paar Leute, die in Tiergestalt auf den Maskenball gekommen sind. Das ist richtig. Yes. Und da dürfen nur Drittsemester hin? Alle Drittsemester jeweils müssen. Plus eine weitere Person. Ha, ausgezeichnet. Wunderbar. Könnte ein Wolf machen. Ja, du könntest sicher einen guten Wolf machen. Ich meine, wenn du dich da reindenken kannst. Natürlich, ja. Knurren kann ich ja schon.
Nee. Ey, Avicenna, ich muss mich um ein paar Sachen kümmern. Wir sehen uns heute Abend. Ja. Oh, es gibt heute Abend traditionell für die Drittsemester, für die Drittjährigen Snacktesten in Vorbereitung auf die Maskenballfeier. Also vielleicht nicht ganz voll stopfen. Okay. Gut. Dann bis nachher. Bis nachher. Sie gibt noch mal ein Küsschen. Ja. Das wäre was für Tami, Junge. Ich guck rüber zu Heinz. Das dürfen wir auf keinen Fall, niemals. Tabio, wir müssen einen Blutschwur leisten, dass keiner von uns, niemand, das jemals Tabio erzählt, dass er den Snacktest verpasst hat. Nie. Auch du nicht. Wollt ihr ihm welche aufheben? Dann weiß er doch, dass es einen Snacktest gab. Wir können ja sagen, dass das von was anderem kam. Genau, wir können sie einfach als Gemeinschaftsgeschenk, so als Willkommensgeschenk, dass er wieder da ist, überreichen wir ihnen einfach so ein ganzes Bundle von allen Snacks, die es gab. Wenn die bis dahin überhaupt noch halt, ach, wir reden von Tabio, das ist völlig egal, ob die haltbar sind oder nicht. Wenn da so eine kleine Schimmelschicht drüber ist, das ist auf jeden Fall okay. Ja, das können wir machen. Ich würde in der Zwischenzeit als Ritual gerne Comprehend Languages casten, dass ich vielleicht Heinz mal ab und an verstehen kann. Gut. Du führst dein Ritual durch. Und das Erste, was dann passiert, ist, dass du auf einmal in deinem Kopf eine Übersetzung hast. Nein, nein, ich will auf keinen Fall verarbeitet werden. Ich bin viel zu schön in meiner natürlichen Form, um durch Nadel und Faden zerstört zu werden. Und als du dich umschaust, um rauszufinden, was es ist, gleiten an dir mehrere Meter schimmernder Stoff in der Luft vorbei, die sich wie so ein Aal durch den Sommerhimmel und den Staub schlängeln. Wird mal versuchen, so danach zu greifen. Oh nein, sie haben mich gefangen. Der Stoff zupft an deiner Hand und wirbelt hin und her. Alle anderen hören nur so. Hallo? Und du siehst zwei Studentinnen in Prismari-Uniformen über den Campus rennen. Halt, halt, stopp, festhalten! Halt, Tiefsee! Ich würde den Stoff überreichen und sagen, ich glaube, dem Stoff gefällt es nicht, verarbeitet zu werden. Papalapap, das ist nur beliebter Stoff. Der Stoff. Oh nein, meine Stunde hat geschlagen. Ich werde nun zerschnitten werden in einzelne Teile, die dann wie Frankensteins Monster ineinander genähte Körper einer anderen bedecken. Oh graus, oh schlimmes Schicksal. Oh Gott. Er schluchzt und weint, während sie ihn zusammenfalten und in einer Tasche stecken. Ich würde ihm so ganz vorsichtig rüberstreichen und sagen, das wird bestimmt nicht lange wehtun. Ey, es wird gerade für die Kurse eingeschrieben, ne? Falls ihr noch irgendwie bestimmte Plätze wollt, solltet ihr euch beeilen. Tiefsee, Dings, du weißt schon. Er, dessen Name in deiner Gegenwart nicht genannt werden soll. Ist er wieder da? Sucht sich gerade die besten Plätze aus. Er ist wieder da. Ich dachte, er wäre irgendwie auf eine Primarschule abgezogen. Ich dachte, wir hätten ihn genug in seine Schranken verwiesen. Schnappt euch so viele Snacks, wie es geht. Schade um das ganze gute Essen, aber wir sollten jetzt dringend zu den Kursen. Ja, auf zum Kursaushang. Ich würde mich mal neben Heinz begeben und sagen, möchtest du dich auch einschreiben in der Zwischenzeit? Heinz sagt in seiner dir fremden Sprache, die du jetzt verstehst, dank deiner Magie, muss ich das denn? Ich dachte, ich bin nur zum Party machen hier. Heinz ist ein Fatboy. Also ich glaube, wenn du hier bleiben möchtest im Campus, musst du dich schon einschreiben. Aber du kannst ja trotzdem Party machen. Du kannst ja nur einen Kurs nehmen und den Rest machst du Party. Heinz, denk über deine Worte nach. Ja komm schon. Ich zieh ihn einfach mit. Wie viele Stunden werden so ein Kurs in der Woche? Möchte Heinz wissen. Was will er denn? Wie viel ist das in der Woche? Oder in 10 Tagen, keine Ahnung, wie hier die Zeit messen, die Ich glaube, wir haben schon den größten Teil Kurs und dann hatten wir 2 Tage oder sowas für Job und Freizeit und Extracurricular. Also hauptsächlich Kurs. Was will denn der Olin?
Party machen. Was? Party machen. Der möchte nur Party machen hier. Das aber komm, ja, komm mit. Wir gehen jetzt einfach erstmal zu den Kursen und dann können wir das zusammen durchgucken. Und ich helfe dir. Das ist schon eine Sache, und die dir Spaß der macht. Der ist mit Tavio verwandt, wirklich? Heinz sagt, dass er nicht freiwillig hier ist, sondern mit einem seltsamen Äther-Luftschiff hier her verschleppt wurde und dann hier abgeworfen. Oh nein. Oh. Wahrscheinlich von den Eltern hier. So, Junge, du musst mal was lernen. Oder möglicherweise von einem gelben Schleim. Ich gehe ganz nah an ihn ran, flüstere ihm so ins Ohr. Keine Sorge, du musst hier gar nichts machen, wenn du nicht möchtest. Die Prüfung schaffst du auch so. Kennst du jemanden, der die Lösung verkauft? Ich übersetze. Was hat er gesagt? Danke Ihnen. Ich übersetze. Lösung verkauft? Das wäre ja super smart. Da kommt ihr im dritten Jahr drauf. Unser Oberbescheißer. Tiefsee, also ich will ja jetzt nichts gesagt haben, nicht der Partypuper sein, aber Ergebnisse kaufen ist nicht so toll. Warum nicht? Nee, bei den Tests geht es doch um die eigene Leistung, wie man gewachsen ist. Ja, und meine Leistung ist es, die Sachen zu kaufen. Und was ist, wenn du erwischt wirst? Nachher fliegst du von der Schule und dann wärst du weg. Und oh Gott, ich hatte viel zu viel Angst. Challenge accepted. Außerdem, hast du Geld? Ja. Ja, ich hole so ganz, Geld? Ganz viel Goldmünzen raus. Ja, arbeiten seit 2 Jahren hier auf dem Campus. Brauchst nimm eine. Geld in dich, wollte ich sagen. Wir leihen dir was, wenn... Mach dir keine Sorgen, wir kommen immer irgendwie durch, ja? Vor euch ist das Gedränge rings um die magischen Bretter, auf denen man sich eintragen kann. All die Leute, die nicht von alleine dran kommen, klatschen in die Hände und dann flattern Kopien von den Eintragzetteln zu ihnen hin, wo sie dann auch... Ja, du klatscht in die Hände und auch zu dir flattert direkt ein Zettel. Es gibt dieses Jahr für euch fortgeschrittene Abstraktion von Quandrix. Oh nein. Gott. Und Tavio ist nicht da. Aquatische Kryptozoologie. Ja, sofort. So schnell hat sich wahrscheinlich Tiefsee noch nie irgendwo eingeschrieben. Ethischer Umgang mit Verzauberungen. Oh ja, da ist viel dabei. Silberkiel. Ah, ja. Extradimensionale Architektur. Von Quandrix, mit dem Untertitel, was, wenn mir für meinen Balkon gar kein Platz da ist. Ging nach einer wichtigen Frage. Geschichte magischer Frage. Ringe. Von magischer Dinge? Ringe. Geschichte magischer Ringe. Da ist Heinz dabei offensichtlich. Einführung in die Estemantie, also in die Kunstzauberei. Ästhetische Zauberei. Sofort. Zack. Überblick über magische Schreibkunde in Silberkiel. Ja. Zepp. Fortgeschrittene Arcanomykologie, also Zauberpilze. Zapp, zapp, oh ja, zapp. Oh ja, nehme ich. Ausgezeichnet. Grundlagen des Kriegsgesanges in Kontort. Und wie du dein inneres Feuer in Flammen in der Außenwelt verwandelst. Von Prismari. Und wie immer auch ein Kurs, den ihr alle nehmen müsst, der Pflichtkurs. Da geht es dieses Jahr um Blätter, Artefakte und Archäologie, fortgeschrittene arkane Geschichte. Yeah! Das ist ja mal voll unser Ding. Ja, dann müsst ihr die Lerngruppe anführen, ihr zwei Kundhortler. Macht Indies definitiv. Das schaffen wir da. Also Pilze und Schreiben. Das ist doch, das liegt wirklich nach einem guten Jahr. Ja. Ich hab's ja gesagt. Ich will mich auch in mehrere Sachen einschreiben. Das klingt alles sehr spannend. Also wir brauchen zwei zum Pflichtkurs, ne? Ja, Pilze und Schreiben. Wie man sein inneres Feuer in äußere Flammen verwandelt von Georg van Plum. Noch eins, dachte er, hat die Balkonsache schon. Möglicherweise hatte der Autor. Balkonkurs, da war ich dabei und den einen davor. Verdammt, das war auch irgendwas mit Geschichte oder irgendwo rumreisen. Ich hab alles aufgeschrieben. Ich habe aquatische Kryptozoologie, ethischer Umgang mit Verzauberungen. Ethischer Umgang mit Verzauberungen. Das war genau. Die, ja. Extradimensionale Architektur, Geschichte magischer Ringe, Einführung der Estemantie,
Überblick über magische Schreibkunde, fortgeschrittene irgendwas Mykologie. Myko. Arkane Mykologie. Arkane Mykologie, genau. Dann eins, was ich mitbekommen habe. Und Prinzipien des Schlachtengesangs oder des Kriegsgesangs. Okay. Dann noch was und dann Artefakte und Archäologie. Gut. Ja, der Hauptkurs. Ja. Gut, ja. Zack, die zack. Einführung in euren Pflichtkurs, die ist tatsächlich auch heute Nachmittag noch. Oh, wie immer, ja. Und dann los. Na gut. Ich mache meinen Beutel auf und ich hole so selbst gebastelte und selbst gebundene kleine Notizbücher raus, wo ich so mit eigener Hand C4C raufgestickt habe auf so ein Stoffeinband drumherum und ich verteile das an alle meine Mitschüler und sage für euch, damit ihr euch schön daran erinnert, an unsere schöne kleine Gruppe und uns immer am Herzen trägt, auch wenn wir nicht alle beisammen sein können. Oh, das Dankeschön. Ist so lieb von denen. Wie, oh, ich nehme das mit dem roten Einband. Oh, schön. Ist das wasserfest? Ja, deins habe ich tatsächlich wasserfest gemacht. Also yes. Ich bin ganz stolz, wie das so mit so einem Wachsstoff quasi auch die Seiten, verwachste Seiten sind. Pink? Danke. Ja, gerne. Ja, warum nicht mal pink? Ja. Sicher. Siehst du ja, es ist komplett meine Komplementärfarbe. Das ist die Farbe, die du annimmst, wenn du die... Das ist nicht wahr. Höchstens dunkelgrün. Ja, ich denke, das pinke Journal neben meinem teerschwarzes. Danke. Hast du den mit Speck eingerieben? Der riecht lecker. Ecken. Wollt ihr noch irgendwas machen, bevor es abends zu der ersten Unterrichtsstunde, beziehungsweise nachmittags zur ersten Unterrichtsstunde geht und abends zum großen Snack-Zident? Snack-Zident? Ich würde mich auf jeden Fall, ich war ja eh auf dem Campus, das heißt nicht zum Kaffee zurückmelden. Vielleicht eine Schicht übernehmen mittags. Mhm. Und sonst nichts. Ja, deine Kaffeetruppe ist sich unter anderem erweitert um ein paar Leute, die im ersten Jahr frisch aus Strixhaven sind. Ältere sind weggegangen. Da ist unter anderem eine kleine Kenda, die ganze Zeit, oh, und was ist das? Und was ist das? Und was ist das hier? Geschmäcker miteinander mischt und alle möglichen Sachen probiert, bis sie dann, nachdem sie die tödlich scharfen Habaneros probiert hat, in der Ecke sitzt und hyperventiliert. Nachdem wir den Kontakt wiederhergestellt haben, waren die Kinder die Ersten, die das Multiversum neu erkundet haben. Sehr nett. Und dann würde ich sehr früh doch Tiefsee aufsuchen. Das mit dem Tanzen war ernst gemeint? Aber natürlich. Also du kannst sowas beibringen, ohne dass das dann blöd aussieht. Wie gesagt, ich glaube, theoretisch sieht es wahrscheinlich im Wasser besser aus als an Land, aber ich kann es zumindest mal versuchen. Ich meine, in Prismari tanzen die Leute ständig. Eigentlich das bewegen die sich nur tanzend vorwärts. Ist wahr, ja. Gut, wir sollten so früh wie möglich damit anfangen. Also, ich weiß nicht, wann der Ball genau ist, aber... Du willst dich nicht blamieren. Oh, das ist unglaublicher sozialer Druck. Willst du denn eher so ein Einzeltanz lernen, Breakdance oder eher was Romantisches? Was Abstraktes. Ah, Ausdruckstanz. Okay. Dann musst du mir was überlegen. Das könnte schwierig werden, aber wir kriegen das schon hin. Danke. Tiefsee geht so einmal so ein bisschen um dich rum, guckt dich von oben bis unten so an. Naja, wird schon irgendwie. Jetzt schon irgendwie was aufhören. Gerade hinstellen. Treib's nicht so weit. Ja. Gut. Der Unterricht findet in einer der großen Vorlesungshallen in Kundhort statt, die gemacht sind, vor allen Dingen auch für Angehörige von Spezies, die weit über dem Durchschnitt groß sind, sodass die Teile sich immer anfühlen, als wäre man mit viel zu wenig Belegschaft in einem Opernsaal.
und sich die meisten relativ weit vorne in kleineren Rängen drängen. Aber es sitzen durchaus auch ein paar Elefantenmenschen und ein paar sehr große Orks oder ein großer Triant mal in den Rängen, die das Ganze sinnig machen. Aber es wirkt so, als hätte man geplant, dass hin und wieder auch einer von den Gründerdrachen mit in eine solche Halle muss. So dass die magisch verstärkte Stimme der Unterrichtenden auch immer dramatisch widerhallt von den hohen Wänden. Und diesmal ist die Unterrichtende eine recht kleine, freundlich draufschauende menschliche Frau mit gebräunter, dunkler Haut und hochgebundenen, grauwellenden, schwarzem, krausen Haar, die ein Podest mit einem Tuch drüber aufgebaut hat und gerade noch ihre ganzen Notizen und dergleichen vorbereitet und zumindest normaler wirkt als euer letzter Zwangskursunterrichtender, der als Dampir etwas zu viel Dramatik möglicherweise in jede einzelne Szene gesteckt hat. Als alle da sind und er kurz mit einem Zauber die Anwesenheit festgestellt wird, richtet sie sich auf: Willkommen zu der Arkanengeschichte für Fortgeschrittene. Fortgeschrittene Arkane-Geschichte ist natürlich auch etwas, aber ein bisschen ein anderes Fach. Nein, es ist die Arkane-Geschichte für Fortgeschrittene. Wobei ich davon ausgehe, dass alle hier zumindest einige Grundlagen schon beherrschen. Aber ich will gleichzeitig auch alle von euch mitnehmen. Wohin mitnehmen? Fragt ihr euch. Und sie wechselt ihre Notizkärtchen durch, während sie wartet. Wohin mitnehmen? In die Vergangenheit. Oh, ja? Sie deutet auf Tiefsee. Wollte ich auch sagen. Sehr gut. In die Vergangenheit, die nämlich einiges vielleicht auch über unsere Zukunft verraten könnte. Nehmen wir zum Beispiel das hier. Und sie zieht das Tuch von einer großen durchscheinenden Kristallkugel fort, die da aufgebaut ist, in der ein grüner Nebel sich die ganze Zeit umformt, Spiralen bildet, zu einer großen Wolke wird und dann wieder zu einem kleinen Punkt zusammenzieht und dann sternartig mal hierhin, dort Stacheln ausbildet. Weiß irgendjemand hier, was das ist? Ja, sie schaut auf ihre Anwesenheit, das heißt Indy? Nein, aber es ist wunderschön. gut, jemand anders? Ein Tipp? Nein, gar nichts. Das ist genau richtig. Niemand weiß, was das ist. Also war ich richtig? Ja. Ha! Es ist ein Artefakt, das ich selbst in den Ferien diesen Sommer in den Geländen rings um Kundhort habe bergen können auf einer meiner Ausgrabungen. Wir wissen nicht, wer es erschaffen hat, wer es benutzt hat, zu welchem Zweck es eingesetzt wurde. Wir wissen nicht viel mehr als seine Existenz und die Umstände des Fundes. Aber daraus können wir versuchen zu rekonstruieren, was es war. Und das sind die Aufgaben, denen wir uns in der Arkanengeschichte ebenfalls stellen. Nachzuforschen, wo stammen magische Artefakte her? Was gab es für magische Kulturen, die möglicherweise bereits wieder verschwunden sind? Was können wir von ihnen lernen? Wie haben diese Kulturen gelebt? Was haben sie hervorgebracht? Was ist die Geschichte von der Magie, die wir heute benutzen? Weiß jemand, wann der erste Feuerball geworfen wurde? Und von wem? Wie ist diese Formel entstanden? Tabio wüsste das jetzt bestimmt. Ja, fehlt der auch. Der hängt immer mit seinem Flügel schon in der Nase vom Professor, wenn er so viel weiß. Wir blicken mal zu Heinz rüber. Das geht in die richtige Richtung. Ja, wie die meisten Zauber führt sich das Ganze zurück. Oh, ich dachte, ihr hättet was von Popoblitzen gesagt. Ich bin mir nicht sicher. Ja, genau. Aber tatsächlich ja. Ähnlich wie die Blitzzauber von den Blitzäußerungen von großen und mächtigen halbgöttlichen Vögeln sich ableiten. Er ist der Feuerball vermutlich aus einer Imitation oder beziehungsweise einer Gabe, die weitergegeben wurde von ihnen, von Drachenfeuer entstanden. Was? Und die meiste unserer Magie lässt sich immer noch zurückführen auf die Leute, die, oder zumindest die Kulturen, die das erste Mal sie formuliert haben. Ich meine, nicht umsonst heißt es Mordenkainens extradimensionale Villa, weil er derjenige war, der als erstes den Zauber dieser Form ausformuliert hat. Gut, es wird dementsprechend viel um Artefakte
und ihren Aussagen über unsere Geschichte und die Geschichte der Magie gehen und um den Hintergrund von Zaubern. Und die erste Prüfung, die wir in Bälde ablegen werden, dreht sich um weit verbreitete magische Gerätschaften und wie sie von unterschiedlichen Kulturen verwendet wurden. Fällt denn jemand eine traditionelle magische Gerätschaft ein? Oder kann jemand etwas erzählen von einem magischen Ritual oder einem Gerät, das in der eigenen Kultur entstanden ist oder hochgeachtet wird? Ich hebe meinen ewigen Kaffeebecher hoch. Ja, Tiefsee? Naja, also bei mir ist das hoch im Kurs. Deine Kultur hat traditionell Kaffeebecher als Artefakte? Tiefsee wird schlagartig klar, dass es keine schlaue Antwort war. Mit wieder runter. Ja. Ha. Interessant. Indy, hast du etwas beizutragen? Ich nehm halt mein Schild so raus. Die anderen kennen den natürlich mittlerweile schon. Es ist so ein kleiner, viehiger, leicht gülden wirkender, zwar nicht aus Gold, aber gülden wirkend. Naja, also mein Opa, der hat einen ewigen wie nennt man das nochmal? Schmelzedingens hier, Feuer? Ich kenne mich mit Schmieden nicht so aus. Aber mein Opa auf jeden Fall, der hat ein Feuer, das geht nie aus. Ah, ja, tatsächlich. Daher ewige kommt das Flammen. Schild aus unserer Schmiede. Ewige Flammen sind tatsächlich weit verbreitet. Ähnlich wie Quellen, die nie versiegen, oder ein Wind, der immer weht. Und so geht es weiter. Sie ist eine etwas verpeilte Dozentin, die aber sehr, sehr viel Detailwissen zu allem Möglichen hat und auch sehr geduldig mit Leuten umgeht und auch nie irgendjemand versucht bloßzustellen, selbst wenn sie behaupten, ewige Kaffeebecher wären ein traditionelles Artefakt ihrer Heimatkultur. Und so ist es eigentlich gar nicht so eine unangenehme Stunde, während sie magische Illusionen, Bilder von allen möglichen Artefakten unterschiedlichster Herkunft zeigt, während ihm ihr weiterhin der grünlich glühende Ball unbekannterweise seiner Funktion auf diesem Podest vor sich hin leuchtet und das Ganze in ein dramatisches Licht taucht. Und dann mit den Hinweisen darauf, dass das durchaus schon prüfungsrelevante Inhalte waren und man hoffentlich mitgeschrieben hat. Grimlar ist da. Ich mache alles in das neue Notizbuch von Ninvi. Und meine Schrift ist diesmal auch nicht verwischt, weil ich nicht angstschweiß gebadet bin, weil sie so vertrauenserweckend ist und so, so lieb. Und ich so, oh mein Gott, ich kann nachher alles lesen. Ist toll. Ja, auch Indy. Das war, glaube ich, die erste Stunde, die Indy wirklich komplett mal scheinbar fokussiert und konzentriert dabei geblieben ist. Ich setze mich nie wieder hinter Indy. Ich habe die ganze Zeit deinen Schweif an meinen Knien. Blöde Idee. Der Tiefsee würde tatsächlich diese Apparatur, diese Artefakt einfach die ganze Stunde abgemalt haben wollen. Einfach in sein Notizbuch. Du hast haufenweise Skizzen von einem glühenden grünen Ball, der jedes Mal etwas anders aussieht, weil der Nebel da drin sich ändert. Und Abi hat eine Seite voller Überlegungen, wie wohl ihr erster eigener Zauber heißen würde. Avicennas. Und dann kommen ganz viele Dinge wie tödliche Sporen. Avicennas artikulierter Anrufbeantworter. Nein. Die Geste, um ihn auszulösen, ist. Und dann müssen die Leute mit der Hand reden, ja? Ja, der Abend singt sich langsam über Strixhaven. Und vor den einzelnen Cafés sind haufenweise Gruppchen zusammengekommen, die laut schwatzen da stehen und so verschiedene Bretter und Silbertabletts und dergleichen rumreichen, auf denen Pastetchen und in Seetang gewickelte kleine Häppchen, gefüllte Weinblätter, Dinge, die in Schichten, in durchscheinende kleine Hörnchen hineingeschaufelt wurden, Häufchen, Scheibe Brot und dann Häufchen von unterschiedlichen Kressesorten und Butter und sonst irgendetwas obendrauf, Snacks aller Art, die umhergereicht werden. Und mittendrin unter allen steht natürlich auch wieder Aurora Luna Winterstar, die ihren Sonnenschirm gegen das Mondlicht hält. Und sich mit mehreren anderen aus ihrer Musikgruppe unterhält.
das große Fressen. Ich würde, weil Ninvi da, wo sie herkommt, sehr asketisch lebt, erstmal ein bisschen misstrauisch alles beobachten und dann versuchen, von jedem nur ein ganz kleines bisschen zu essen, damit sie auch wirklich alles kosten kann. Und ist total beeindruckt von diesen ganzen unterschiedlichen Geschmäckern. Oh, das kenne ich noch nicht. Und dann würde sie sich Notizen in ihr Notizheft machen. Gut. Das Erste, was du bekommst, sind Aalröllchen mit Klebreis und einer Jalapeno versehenen Honig-Ingwer-Soße. Oh. Und du musst einen Wurf gegen, einen Rettungswurf gegen 12 auf Charisma ablegen. Okay. Moment mal. Rettungswurf. Wo war das nochmal? Charisma gegen 12. So. So. Eine 6. Du kannst nicht unterdrücken, dass sich sein Gesicht ein wenig verzieht, als der Aal, der zwar definitiv geräuchert und durch war, in deinem Mund anfängt, noch ein bisschen hin und her zu wobbeln, als wäre er lebendig oder auf deiner Zunge sich windet. Ich würde ganz energetisch kauen und hoffen, dass er ganz schnell aufhört, sich zu bewegen. Lass das nicht Tiefseewissen. Aber Ninvis Auge sind zwischendurch auf einmal sehr groß geworden. Ich würde Nin wieder ein Glas Wasser reichen. So, oh, war das zu scharf hier? Trink mal was. Puh, danke schön. Und ich würde das sofort exen, das gesamte Glas, und fragen, hast du vielleicht noch eins? Und was Kaltes vielleicht? Ja, natürlich, Moment. Und ich suche ein Glas Wasser mit ein bisschen Zitrone und noch ein paar Eiswürfeln und reicht dir das? Ah. Okay, also das nicht. Ich glaube, das lasse ich jetzt auch mal aus. Ich gehe mal zum nächsten Tisch und ich habe so einen ganz großen Teller und versuche mal von jedem immer so ein Teilchen zu nehmen. Also was ziemlich harmlos ansieht, ist so kleines Käse-Puff-Gebäck. So ein aufgeschäumter und gebackener Käse. Aber als du davon etwas in den Mund steckst, zerspringt es knisternd zwischen deinen Zähnen und ihr seht auf einmal aus den Ohren von Grimmler so kleines buntes Feuerwerk dringen. Es knallt und so bunte Funken sprüht. Das prickelt so gut. Awesome. Ja, unhaft. Ich nehme sofort noch einen. Oh mein Gott, das ist toll. Knister, knister, knister. Indy nimmt eine Handvoll. Nein. Indy, nein, das knistert zweimal. Ich gucke mich um, wie das Konfetti fliegt. Ja, aus den Ohren und aus dem offenen Mund kommen überall Funken, ein kleines Feuerwerk heraus. Das ist ja einmalig. Davon esse ich noch viel mehr. Ich würde Flamme auch mal so ein Käsepuff-Ding anbieten. Oh nein, die Und ja, ansonsten, es gibt schwarzen Lotus, also eine schwarze Lotuswurzel, die eingelegt ist. Und wenn man sie isst, dann wird die Zunge lila. Die Wurzel. Teuer. Und gefüllte, pechschwarze Pilze mit so glühenden Punkten, die mit einem leckeren Creme-Käse gefüllt sind. Das ist ziemlich abgefahrenes Zeug. Ich sollte nicht. Ah, es fühlt sich ein bisschen falsch an, aber auch so richtig. Ich sollte nicht. Dir gegenüber sitzt Aurora Luna, die auch eine von diesen Kappen nimmt. Das gewinnt. Ja, es gibt Essen, das so scharf ist, dass tatsächlich illusionäre Flammen darüber irgendwie flackern, gefüllte Käfer, die mit so einem kleinen Puff im Mund zerfallen, in leckeren, schmackhaften Staub und natürlich die Käse-Cracker, die einem die Funken aus den Ohren stieben lassen. Indy würde bei jedem Ding, wo er vorbeikommt, irgendwas nehmen und in die Handtasche stopfen. Also in seine Hosentaschen, Jackentaschen, alles, was er hat, immer wieder stopfen. Ich muss für Tavio sorgen, der braucht auch was von dem Zeug. Das ist viel zu gut. Was macht eigentlich Heinz? Wo ist eigentlich Heinz? Was macht Heinz eigentlich zwischen Zeit? Wir haben ihn am ersten Tag verloren. Das ist eine gute Frage. Wir hatten eine Aufgabe. Dass Heinz mal musste und gerade nicht da ist. Aber wenn er wiederkommt, werde ich ihn fragen und ihm schildern, was er verpasst hat.
Dankeschön. Neben euch bricht ein Satyr auf einmal zusammen. Ein Student, der an seinen Hörnchen rote und blaue kleine Bändchen trägt. Und der das klingt nicht gesund. Ihr glaubt, den vorhin schon in der Vorlesung gesehen zu haben? Ist auch jemand im dritten Jahr, mit dem ihr aber noch nicht wirklich groß Kontakt hattet. Es war nicht der Faun, der uns auf dem Sportfeld entgegengehüpft ist. Von Melitors. Also wenn du genauer hinschaust, ist da vielleicht sogar ein bisschen Ähnlichkeit. Oh nein. Der sah jetzt aber nicht so aus, als würde er im Sinne von, ich habe was verschluckt und ersticken. Das war jetzt nur so, er hat irgendwas Scharfes, oder? Nein, also er krümmt sich gerade zusammen und sagt, ich glaube, das war zu viel Aalröllchen. Aalröllchen? Alle Röllchen, er meinte alle Röllchen, er hat fast alle Röllchen gegessen. Doppel-L, nicht Doppel-A. Ich geh mal zu ihm rüber. Tasche. Reiß dich zusammen, Bock. Ich geh mal zu ihm rüber, weise mit einem Finger auf die Brust und wirke einfach nur aus Abscheu Spare the Dying auf ihn. Das sorgt dafür, dass er nicht stirbt, falls er jetzt auf null Trefferpunkte sinken sollte dadurch. Das erste Mal, dass Spare the Dying mit Abscheu gewirkt wurde, glaube ich. Es kommen kurz darauf auch tatsächlich welche vom Kollegium und helfen dem Satyr auf die Hufe, der dann auch auf eine Trage gelegt wird und abtransportiert, während er, also ich meine, er ist größtenteils fällig und hat auch viel Bart im Gesicht und auch, also auch seine menschlichen Körperteile sind sehr haarig, aber so darunter sieht er sehr, sehr blass aus aktuell und kann seine Augen kaum offen halten. Davon okay, wir hatten noch von alle Röllchen gegessen. Ninvi, wie geht's dir? Ninvi? Bisher geht's mir noch gut. Mal schauen, wie lange das noch so bleibt, sagt eine Stimme hinter Tiefsee. Schleich dich nicht so an, Mentor. Melentor. Mentor, Meltor, Quelltor, ist doch alles egal. Ich dachte, du wärst auf eine Privatschule gewechselt. Nein. Nach einigen Gesprächen wurde mir angetragen, die Sache auf sich beruhen zu lassen. Und er schaut rüber zu der Dekanin, die gerade noch mit mehreren anderen Leuten sich unterhält. Und das, wie sagt man, das Schlachtbeil zu begraben? Du, ich, Tiefsee, bring ruhig deine Lakaien mit. Heute Mitternacht. Das Schlachtbeil begraben? Im Tal des Zorns. Tal des Zorns. Lern dir das ein für alle Mal. Gut. Schön, dass wir uns verstehen. Er klopft auf die Schulter und geht weiter. Hey, hier übrigens gibt's Krabbenpaté und Aalröllchen und den Hummer. Oh, der ist rot. Den haben sie, glaube ich, lebendig gegart. Sowas. Ich hoffe, er erstickt dran. Probier doch ein paar Aalröllchen. Die waren anscheinend sehr gut. Jedenfalls ist ein kleiner Bock gerade abtransportiert worden. Tiefsee, bist du wahnsinnig? Was war das denn gerade? Was, wie, was soll, was gewesen? Was, heute wie? Mitternacht, Tal des Zorns. Mann, wie alt sind wir? Entschuldige bitte, aber das Tal des Zorns ist eine lange Tradition in Prismari. Da passiert in der Regel nicht so super viel. Was passiert in Tal des Zorns, wofür du uns wieder alle eingeschrieben hast? Wie beim Sport? Da geht es so um Duelle zwischen Leuten, zwischen Feuer und Eis. Ist ganz nett da, aber auch ein bisschen gefährlich. Aber in der Regel, also ich glaube, da ist noch niemand gestorben. Bis heute. Bei Melentor kann ich euch auch nichts garantieren. Und da möchte er jetzt, dass wir uns alle gegenseitig duellieren? Wer weiß, vielleicht macht er auch einen Tanzwettbewerb oder so. Also so wie ein Wettkampf. Ja, genau, ein Wettkampf. Zauberwettkampf. Wie Sport, ja. Nur mit Zaubern. Ja, da bin ich dabei. Und ohne nervige Regeln, die einem im Weg stehen. Ich kann das heute dann ein für alle Mal klären. Es ist ja unfassbar. Jedes Mal kommt er wieder zu uns und geht uns auf die Nerven. Also so. Vor wenigen Stunden hieß es noch, hoffentlich fliegen wir nicht von der Schule, wenn wir irgendwo schummeln. Und jetzt wollt ihr illegale Wettkämpfe abhalten. Das ist was nicht anderes. Illegal. Das, genau, so. Und das, so. ist für Tiefsee. Das geht ja nicht darum, um hier irgendwie zu erschummeln. Hier geht es ja um Freundschaft. Das ist was anderes. Da muss man Risiken eingehen.
Du kommst mit. Heinz möchte wissen, wer der Typ ist, falls er in der Szene ist. Er weiß es nicht, er war ja auf Klo. Doch, er ist wieder da. Aber ich verstehe ihn als Einziger. ich übersetze natürlich direkt. Heinz möchte gerne wissen, wer Melanta war. Ich glaube, du erklärst es am besten, Tiefsee. Ich glaube, du kannst es am blumigsten einfangen. Ventilius Melanthor III. Ist ein verabscheuungswürdiger Charakter, ein schlechter Verlierer und ein Großmaul, das sich hier auf diesem Campus herumtreibt und uns einige Nerven gekostet hat in der Vergangenheit. Und obwohl er es eigentlich besser wissen müsste, dass wir mittlerweile besser sind als er immer noch versucht, uns herauszufordern in alle möglichen Dingen und uns dabei vielleicht sogar umbringen will. Wer weiß. Ich glaube immer noch, dass das, was wir im Stadion erlebt haben, auf jeden Fall kein Zufall war. Ja, die Viecher im Spind. Die hatten was mit Quintilius zu tun? Naja, wer hätte denn was davon gehabt, wenn wir tot am Boden gelegen hätten in unserer Kabine? Ja, nicht. Quintilius auf jeden Fall nichts. Er ist doch unser ewiger Konkurrent, was schon so ein bisschen Schlagabtausch, ein bisschen Konkurrenz, belebtes Geschäft. Und ja, so. Aber seit er unser ewiger Konkurrent ist, besser gesagt Tiefsees eingeschworener Erzfeind, passieren uns diese Dinge mit dem schwarzen Schleim und den Magierfressern. Beständig. Beständig. Also gut, warum denn heute? Ihr habt vielleicht mitbekommen, dass ich ein Date habe und ich schon die ganzen Ferien darauf gewartet habe. Hey, du kannst doch aber auch Geige spielen, mal anders. Ich spiele dir gleich eine Geige. Aurora kommt auch herüber. Alles in Ordnung? Du siehst deine Tentakel zucken. Ja, das... Ich binde sie zu einem Dutt zusammen, zu einem Tentakel-Pferdeschwanz. Ja, es gibt immer einen, der sich da so rauskriegelt. Ja, missmutig. Sie sind übrigens blau gefärbt über die Ferien. Du hast ja gesehen, Quintilius war wieder da und wieder mal mit Tiefsee. Oh, die kleine Arschkrampe. Ja. Genau der. Ja, und was war jetzt damit? Tja, wie es aussieht, gehen wir heute ins Tal des Zorns. Oh nein, sag mir nicht, dass das cool ist. Ah, okay, ich war in meinem zweiten Jahr, war ich mal beim Duell. Tatsächlich, wie lange? Und es war arschcool, oder? Ja, war's. Ich meine, wenn man gewinnt. Wie läuft das ab? Man trifft sich da. Das ist das Tal, wo traditionell die Duelle in Prismari ablaufen. Ist so semi-offiziell. Ich meine, die Leute in Prismari drücken alle Augen zu, ob das jetzt 2, 4 oder mehr sind. Mhm. Und naja, dann werden auch haufenweise andere gefährliche magische Gegenstände entsorgt und so etwas. Deswegen ist es dort immer spannend, sag ich mal. Und dann stellt man sich auf, gibt dafür markierte Punkte. Das ist Tradition. Meistens 4 gegen 4 oder 5 gegen 5 oder einfach Einzelduelle. Und dann zaubert man, bis seine Person aufgibt oder bewusstlos ist. Und bist du so auf Einzelduelle aus, Tiefsee? Das würde ich euch überlassen. Ich würde euch natürlich zu nichts zwingen. Im Notfall kann ich mich auch einzeln gegen Quintilius behaupten. Aber wenn ihr dabei sein wollt, würde ich mich natürlich freuen. Und wer weiß, was Quintilius wieder versucht. Deswegen wäre es vielleicht nicht schlecht, ein paar Asse in der Hinterhand zu haben. Und ja... Heinz, du musst nicht mitkommen, wenn du keine Lust hast. Ja, wir sollten ihn nicht in eine Feder reinbringen, zu der er nichts zu tun hat. Außer du bist ein unglaublich mächtiger Magier und 1000 Zaubersprüche sind schon nach dir benannt. Feuerball des Heinz oder sowas. Was sagt denn Heinz so? Heinz sagt, er hat nichts Besseres zu tun. Hallo. Heinz freut sich schon sehr drauf, unsere Ehre gegen Ventilius zu verteidigen. Im Hintergrund kommt gerade übrigens ein Haufen Leute mit bunt bemalten kleinen Figürchen vorbeigerannt. Ein Raid von Paintomancy vorbeikommt. Hallo, liebe Leute.
Das ist der Wargaming Club. Den gibt es genauso wie die LARP-Gilde. Ja. Offensichtlich gibt es heute auch eine Preisverleihung für die Armeen, die über diese Ferien hinweg bemalt und aufgestellt wurden. Das Geile ist an dem Club, die bewegen sich halt wirklich, die Figuren. Und ja. So aber bemalen muss man sie trotzdem. Ja, das ist richtig. Es ist mal wieder teuer, die zu ersetzen, wenn sie sich gegenseitig zerfleischen. Ja. Da muss man vorsichtig mit sein. Ja. Das so langsam wird es ein bisschen ruhiger auf dem Campus. Die Snack-Test-Aktionen lassen nach. Es gibt überall Leute, die sich zusammenfinden. Und es ist ja relativ warm. Das Jahr startet im Sommer. Gemeinsam irgendwo, während die Zikaden vor sich hin zirpen, rumsitzen. Und ihr seht haufenweise Leute tatsächlich auch aus eurem Jahr, die verschiedene Entwürfe von Masken und Kleidern und dergleichen austauschen. Leute, die große Modebücher öffnen, über denen die Bilder von Schnitten in der Luft als Illusion erscheinen und dann mit den Fingern tatsächlich Dinge dran ändern, Rüschen entfernen und andere Sachen dran machen. Und Leute, die schon so ein bisschen kleine Modenshow auf den kiesgestreuten Wegen auf den Parkanlagen hinlegen. Gott, die nehmen das wirklich alles super ernst. Ich meine, wer von uns kann schneidern? Nee. Müssen wir das denn selber schneiden? Oder können wir das auch erwerben? Wahrscheinlich auch Letzteres. Aber es ist schon cooler, wenn man es... Okay, ein Problem für Zukunfts-4C. Ich würde gerne Avicenna und Rimla ein bisschen beiseite ziehen und sagen, also ich habe es ja nicht mir getraut, mich getraut, das den anderen zu zeigen, aber ich habe auch einen kleinen Entwurf für mein Kleid gemacht und ich mache so mein kleines Notizbuch auf und ihr seht so eine ganz schlecht gezeichnete so Strichfigur, wo dann aber so ein ungefährer Umriss von einem Kleid dran ist, was so mit Steinen und so hübschen Gesteinsarten dann beklebt quasi ist. Was haltet ihr davon? Damit zu tanzen, stelle ich mir schwer vor. Ach, ich will ja auch ganz alleine hingehen. Was? Nein. Ganz alleine? Mm-mm. Nein? Quatsch. Oh, im Zweifel gehen wir zusammen. Dann gehen wir zusammen, wenn du neben mir läufst. Ja, das gefällt mir. Dann musst du nur aufpassen, wenn du neben mir läufst. Kein Problem. Oh, ich könnte ja vielleicht auf deinen Stein so ein bisschen Moos wachsen lassen mit Druidcraft. Und dann tue ich mir auch nicht weh, wenn ich aus Versehen so an dich ranrumpel beim Tanzen. Ich würde direkt anfangen, mit einem Grünstift auf die ganzen Spitzenteile Moos drauf zu machen. So ungefähr? Was meinst du? Oh ja, und das ist auch ein wunderschöner Farbtupfer. Warum hast du mich hier zugezogen? Wie steht du da? Ich meine, danke, dass du mich auch fragst in Sachen Mode. Habt ihr denn auch schon Pläne oder irgendwelche Ideen? Ich habe heute Morgen davon erfahren, was dieser Ball sein soll. Nein, aber Respekt, dass du schon so involviert bist. Was glaubst du, wen die Jungs fragen? Und ich schaue zu Indy, der immer über den Snacks hängt, und zu Tiefsee, der gerade das Tal des Zorns vor sich hergrübelt. Ja, ist jetzt so ein bisschen Elmsfeuer über seinen Hörnchen schimmern. Offensichtlich plant er finstere Dinge. Ich male in das Notizbuch Bilder von Quintilius und versteckten Strichfiguren, denen ganz böse Dinge angetan werden. Meint ihr, Tiefsee fragt seinen Fisch, oder? Vielleicht eins seiner Kustentiere. Ja, wer weiß. Ja, der ein leises Knack, als der blutrote Stift seine Spitze verliert mit dem Tiefseeherbe. Guck mal, ich glaube, er malt auch schon sein Kleid oder Anzug. Wahrscheinlich trägt er einen Anzug, oder? Keine Ahnung. Wie wär's, wenn wir Indy mit dieser Triade aus dem zweiten verkoppeln? Da war er mal, ich weiß gar nicht, was daraus geworden ist, aber da war doch mal was. Ja, warum nicht? Das ist doch eine gute Idee. Vielleicht sollen wir ihm so ihn ermutigen und dann auch mal mit der Triade sprechen. Ja, also, das übernimmt ihr, Mädels. Heinz, wo hast du das Bier her? Heinz? Es gab ihm nur das nächste Mal, der ist Bier her. So ein Fredboy. Party, Heinz. Heinz, ist das ein Fässchen? Ja, und oben wird so ein Nagel reingehauen. Ja, genau. Ach,
Aber was heißt das? Er sagt, das sind immer volles Bierfestchen. Das hat er in der Cafeteria geschenkt bekommen. Natürlich. Heinz erster Tag. Der Kaffeebecher war mega teuer. So teuer. Ein Monat für Arbeiten plus mehr. Ein nimmervolles, natürlich eine Fehlübersetzung, Entschuldigung, ein nimmerleeres. Ja. Ja. Nimmervolles. Nimmervolles, das kann ich im echten Leben aufbauen. Das, wir schenken dir diesen magischen Gegenstand. Nennt sich eine Röhre nennt sich das, glaube ich. Wäre ein nimmervolles Fass nicht eigentlich ein Fass ohne Boden? Ja, genau. Aber, ja, genau, ja. Nur Röhre. Seht im Hintergrund auch ein paar andere Leute mit ähnlichen großen Bierhumpen, die da kleine Bälle reinwerfen und dann. Alle spielen. Mage Pong. Lasst uns vorbereiten. Ja. Wann wollt ihr denn ins Tal des Zorns? Mitternacht. Genau zur Mitternacht? Aber natürlich. Genau zum ein Mitternacht. Tiefsee kommt nie zu spät oder zu früh. Er taucht immer genau dann auf. Ja, wir kommen wahrscheinlich ein bisschen zu spät, ja, damit Quintilius sich schon aufregen kann. Ah, haben sie sich gedrückt, was? Und dann kommen wir genau in dem Moment durch die Tür. Ins Tal des Zorns, wenn es eine Tür zugibt, keine Ahnung. Durch die Tür ins Tal des Zorns. Einfach eine Tür irgendwo im Nirgendwo stehen. Hier zum Tal des Todes. Wir bauen uns eine Tür, durch die wir kommen. Hat jemand Dimension Door? Das wäre schon cool. So. Jemand hätte da Menschen da, aber derjenige ist heute nicht da. Das ist richtig. Looking at you. So. Ihr kommt da von Norden rein. Vom Hauptcampus. Die ganze Map nur, dass du nicht ist das richtig? Ja, das ist richtig. Moment, ich muss jetzt nur noch hier. Jetzt reinhüpfen. Euch reinhupfen und auch die Gegner reinhupfen. Sekunde. Oh, mit Markierung. Das, Ja, da gibt's Duellmarkierungen. Und was haben wir hier? Das ist Melentor. Und irgendein, da haben wir noch einen. So. Und jetzt kommt. Ich würde mal ganz kurz meine beiden D20 würfeln für meine School of Divination. Jawohl. Hätte ich jetzt beinahe vergessen. Ohne 3 und eine 6. Ja, für die Gegner. Viel Spaß damit. Genau. In die Grimla. Grimla ist noch groß. Weil sie jetzt vergrößert wurde. Ah, Cantavio. Aber vielleicht benutze ich Tavio als Heinz. Mach's gut. Ja, das wäre gut. Nenni, Aitana. Und natürlich Tiefsee. Wegen dem das Ganze überhaupt stattfindet. Dann. Bei mir ist wieder Nimvi anstatt von Ninvi. Es bleibt nicht, ja. Das ist auch sowas, was du jedem Lehrer und jeder Lehrerin immer sagst, die dich falsch dann aufschreibt. Das zieht sich durch die 3 Schuljahre. Entschuldigung. Ich konnte es jetzt selber ändern, tatsächlich. Okay. So. Und Tavio als Marker für Indie. Für Indie Quatsch, für Heinz. So. Rings um euch liegt dieses Tal da mit bizarr geformten Felsen, die durch deutlich mehr als nur Wind und Wetter ausgehöhlt und geschliffen wurden, sondern wo auch die ganze Zeit sich einzelne Funken lösen, seltsame Winde dazwischen hin und her spielen, kuriose Echos in den Spalten hin und her wandern und der Boden auch hin und wieder mal sich leicht bewegt, mal kurz übergefriert, dann wieder vor Hitze schimmert, als sich kleine Teile an Magie entladen. Und es gibt auch 4 abgenutzte Statuen, die in schwachem Licht glühen, die über dieses Tal wachen von der leicht erhöhten Position aus. Aber vor allen Dingen stehen schon 5 Gestalten unten in dem Tal auf Markierungen, wo wirklich tiefe Xe in den Boden hineingeritzt wurden. Und dazwischen ist der Boden mit Furchen übersät, mit Schmauchspuren versehen, mit kleinen Knöchelchen und vertrockneten Ranken, die aus dem Boden hervorgebrochen sind. Und in der Mitte
von der versammelten Truppe geht Antiphius Quintilius Melanthor, der Dritte, auf und ab. Ich bin mir sicher, der hat sich wieder gedrückt, hat den Schwanz eingezogen. Obwohl, im Gegensatz zu einigen seiner Gruppenmitglieder hat er gar keinen. Hey, Quintilius. Ah nein, warte, stimmt, der war ja ein Tiefling. Er hat sogar ein Schwänzchen. Wie süß. Ich gehe schnipsend auf ihn zu. Hier sind wir zu deinem kleinen Duell. Aha, schön. Wie wollen wir es machen? Drama. Gute ich alte mein, Schule, würde ich sagen. Ihr seid eine Person zu viel. Ich guck so zu Heinz. Er ist ein Cheerleader. Nein? Braucht es keinen Schiedsrichter oder so etwas? Ja, klären das unter uns. So, ein Teil des Zorns gelten nur die Regeln des Zorns. Oh, der Drama. Dann schön, wenn sagen, wir die alten Regeln nehmen, immer nur zwei gleichzeitig im Duell. Es darf nur Magie eingesetzt werden, kein körperlicher Kampf. Waffen und magische Gegenstände sind nicht erlaubt. Also, warum auch immer du diesen Kaffeebecher mitschleppst, vergiss es. Niemand darf Hilfe von jemandem außerhalb des Duells erhalten. Und das Duell ist vorbei, wenn einer von uns beiden aufgibt oder bewusstlos wird. Klingt fantastisch. Es ist nicht erlaubt, den anderen zu töten. Das klingt daran fantastisch, Tiefsee. Aber was sind die Einsätze? Einsätze? Na sicher. Es geht nur darum, dich hier ein bisschen zurechtzukürzen. Kleiner Emporkömmling, hättest du im Tiefseegraben bleiben sollen. Ich habe einen Vorschlag für dich, Quintilius. Wie wäre es damit? Der Gewinner wird auf dem großen Ball ein Loblied über den anderen preisgeben vor der gesamten dritten, vor dem gesamten dritten Jahrgang. Klingt das nicht fantastisch? Der Verlierer. Der Verlierer meine ich. Der Verlierer wird das tun. Alles gut. Bis dahin aber super. Dankeschön. Danke. Alles gut. Alles gut. Oder hast du Angst? Nein. Ein bisschen Konsequenzen in unserem Spiel. Nein. Ich nehme die Herausforderung so an. Gott. Dann können wir ja beginnen. Wer will zuerst? Ich gucke in die Runde von den gegnerischen Leuten. Was ist immer zwei gleichzeitig? Dann machen wir doch zwei und dann du gegen Quenti im großen Finale, damit das Drama perfekt ist. Ich nehme mein Hammer und mein Schild und gehe zu Heinz. Kannst du darauf aufpassen? Ich darf es ja scheinbar wieder nicht verwenden. Ich frage mich, wozu ich die jedes Mal wieder hasse. Doch, ich mag meine Familie. Ich schmeiß die Dinge einfach hin und drehe mich um und gehe weg. Ich würde mich zu meiner Gruppe, zu 4C, C4 drehen und sagen, ich übernehme gerne den ersten Kampf. Für euch, für uns. Für Tiefsees Ehre. Sehr gut, Nenvi. Du bist so tapfer. Schön. Schön. Finde ich gut. Wir haben die Herausforderung ausgesprochen, dann könnt ihr entscheiden, wer als erstes antritt. Also, wer will sich mit der Cheerleaderin anlegen? Damit meint er dich, Nenvi, das Fahrer absetzend, nicht motivierend gedacht. Aber ich bin eine Cheerleaderin. Und wir sind deine Cheerleader. Du schaffst das, Nenvi. In Cheer steckt auch das Wort Leader. In Cheerleader steckt das Wort. Mann, ich hab's schon wieder nicht. Naja. Ist okay, alles gut, Tiefsee. Du machst das prima. Ich massiere dir mal so ein bisschen die Schultern. Du bist ein bisschen aufgeregt, aber das ist okay. Ja, ich würde neben Nenvi treten. Ich stehe dir bei. Essrunden machen Spaß. Ich würde Nenvi auch noch mal auf die Schulter klopfen und dabei Guidance auf sie casten. Ist das erlaubt? Soll Nein. ich den, die vier würfeln, dann machst du das. Das kannst du gerne machen. Das ist bestimmt erlaubt, oder? Das ist bestimmt erlaubt. Nein, den Regeln Nein. haben sie gerade erklärt worden. Keine Hilfe von außen. Damn. Du bist es.
Nee, nee. Dann lasse ich es doch. Ja. Also du könntest auch versuchen, das zu machen, ohne dass sie es merken. Nicht, dass ich Angst hätte. Vielleicht ein bisschen. Also, es stellt sich einer in den Farben von Quandrix in Türkis und Grün auf und spielt die Finger, faltet sie aus und hat für so ein paar Sekunden sehr viel mehr Finger an jeder Hand, als eigentlich sein sollte, bevor er klatscht und sich dann locker aufstellt. Also, bereit? Oh, sorry, es hat gerade jemand bei mir geklingelt. Entschuldigung. Achso. Gutes Timing. Entschuldigung. Ja, sorry, ich habe gerade nicht mitbekommen. Muss bereit? Ja, ich bin bereit. Gut. Wer gibt das Signal? Ne? Zeig auf eins. Ne? Nein. Initiative. Okay. Moment. Da. Quandrix ist bei 9. Okay. Oh, bei 7 sogar noch. Nee, Moment. Ich hab's plus 19. Alles gut. Ich bin so. So. Ah, du hast zweimal gewürfelt. 9, ich war gerade so, hä? Ich habe eine 7, du hast eine 19. 9. Ja. Soll ich es mal runterkürzen auf die 9? Aber es ist egal, du bist ist vor ihm dran, so oder so. Ich würde Sleep wirken. Okay, kurz zu halten. Fair enough. Genau, jetzt muss ich 5d8 würfeln. Jo. 1, 2, 3, 4, 5. Ihr könntet schwören, dass ihr kurz im Hintergrund eine zierliche Person in weißer Kleidung mit roten Augen vorbeihuschen sieht, die mal eben winkt und dann mit klimperndem Münzkostüm wieder aus dem Bild verschwindet. Als kurz eine Liasi durchs Bild huscht. Oh. Hallo Mauki. Hallo. 22. Das heißt, so eine Kreatur würde dann halt, wenn ich halt die 22 ausgefüllt habe, jetzt einschlafen. Ja, ich würfel mal seine nach den Regeln für diesen Gegner aus, wie viele Lebenspunkte er rein theoretisch hätte. Mhm. 35. Ach, verdammt. Ja, du formst den Zauber, aber er zerrinnt tatsächlich, weil er zu schwach sich entfaltet hat und seinen Geist nicht benebeln konnte. Er unterdrückt kurz sein Gelb. Und wirkt dann verkleinern auf dich. Oh! Und das heißt, du musst einen Rettungswurf machen? Okay. Mit einem Konstitutionsrettungswurf. Ja. Okay. Ja, du kannst dem widerstehen. Ja. Für einen kurzen Moment flackert deine Gestalt, bevor du mit einem Puh wieder zu deiner vollen Größe zurückkehrst. Und er. Du bist wieder dran. Also ich muss schon. Also wir dürfen keine Schadenszauber machen, ne? Also doch. Ja nicht, doch, ach so, doch. Ihr dürft euch Bewusstlosigkeit. Ihr dürft euch Feuerbälle gegen den Kopf werfen, wie ihr lustig seid. Okay, gut. Dann würde ich. Das ändert natürlich alles. Dann würde ich. Er ist auf jeden Fall dabei, komische Formen mit seinen Händen zu sagen und fängt an, Exponents. Und was tust du? Ich mache, ich caste Witch Bolt. Ouch. Okay, gut. So, dann Moment. Das ist... Nein! Meins! Der Zauber zerspringt zwischen deinen Fingern mit einem Klirren, bevor sich der Blitz überhaupt erst aufbauen kann, der dir gegenüber unendliche Peitsche und eine ganze Reihe von geometrischen Formen und Zahlen und dergleichen greift ineinander. Er packt sie am Ende und peitscht damit einmal in deine Richtung. Das klingt nach einem richtigen Tavio-Ruf. Er würfelt wieder mit Vorteil. Entschuldigung, diese blöden NSCs. Warum stellt man das so ein? So. Ich mach den Wurf nochmal. Also, er peitscht einmal mit einer 20. Oh, kann ich den austauschen gegen meinen Einwurf, den ich gemacht habe?
von Divination. Ja. Gegen die 6 würde ich das gerne austauschen. Und in letzter Sekunde, als du die Hände zusammenklatschst und die Wahrscheinlichkeiten änderst, weil du es so vorhergesehen hast, ist eine Peitsche auf einmal 2 Schritt neben dir und knallt dort gegen den Boden und reißt den Fels auf. Er guckt sehr verblüfft, dein Gegner. Ich lächle triumphierend und würde dann direkt einmal Sacred Flame wirken. Mhm. Du musst einen Dexterity Saving Throw gegen 15 schaffen. Jawohl. Einen Save of Dexterity. Eine 10. Aha, schafft er nicht. Nein. Das sind 2d8 Damage. Aha, 13 Damage. Er stößt tatsächlich ein überraschtes aus, als Teile seiner Kleidung in Brand gesetzt werden, wirbelt herum und wiederholt exponentielle Peitsche und schlägt erneut mit einer 20 zu. Ich würde meinen zweiten Wurf nehmen, das ist eine 3 und das austauschen. Und wieder zuckt das Ganze in letzter Sekunde daneben und schlägt auf der anderen Seite neben dir in den Boden ein. Ich sehe, du bist gar nicht auf deiner Position hier. Da. Er guckt sehr verblüfft auf seine Hände. Was zur... Ich würde direkt nochmal Sacred Flame wirken. Ja. Yeah. Und ich schaue ihn mit so einem überheblichen Lächeln an, weil ich genau weiß, warum er zwei daneben geschossen hat. Hintergrund Tanz Tiefsee. Go, go, Ninvi. Go. Go, Ninvi. Diesmal ist aber sein Rettungswurf gelungen. Verdammt, okay. Er wechselt die Taktik, schlägt sich die Hände vor die Brust und murmelt, und um ihn herum glüht eine magische Rüstung auf, als er magische Rüstung auf sich spricht und sich gegen weitere Angriffe von dir wappnet. Du bist wieder dran. Das ist einfach nur, es erhöht sein AC, oder? Mhm. Okay, gut. Ich glaube, dann würde ich es noch einmal... Mit der gesegneten Flamme versuchen? Mit der ja, noch einmal. Okay, einmal noch. Nochmal. Diesmal misslungen der Rettungswurf. Ja, okay, 2d8. Oh, wow. Wow, 14 Damage nochmal. Wow, nice. Diesmal raucht er richtig. Er sagt, ich gebe auf. So sieht's aus. Und geht zurück. Ich drehe mich um zu meinem Und in die klatscht immer fester. Nicht so doll, du brauchst deine Kraft noch. Okay. Melantor schaut den Quandrex wütend an und sagt, du bist immer noch auf den Beinen. Warum hast du aufgegeben? So, ich weiß nicht, was die macht, aber ich habe sie eigentlich getroffen und dann haben sich die Wahrscheinlichkeiten gespalten. Die verändert die Geschichte, Mann. Ich schau ihn an und mache Okay, wer als nächstes von euch, ha? Huh? Oh, darf ich? Es trägt sich keiner vor, Indy, leg los. Und ich würde vorlaufen, natürlich ohne Schild, ohne Waffe, etwas deprimiert deswegen, stimme ich hin. Ich hätte noch mal eine Frage, also ich darf dem jetzt keine reinhauen. Nein, dir gegenüber steht eine Zwergin in den Roben von Blütenwelk. Oh, Entschuldigung. Keine Waffen, keine physischen Angriffe. Es ist ein magisches Duell. Was daran hast du nicht verstanden? Okay. Indy stellt sich auf, streckt sich erst noch mal ein bisschen. Was wird das? Machen wir jetzt einen Tanzwettbewerb? Nö. Ich muss mich nur strecken, damit ich auch treffe. Beziehungsweise du besser mich. Ja, los, gib's mir. Schön. Wer sagt an? 1. Hätte du Schnabel wieder im Bier-Dings gehabt. Zähle. Ja, einfach runterzählen. Initiative! Ja, ich versuch's gerade. Ich habe den Token ausgewählt, aber ich kann nicht. Oder ist es auf dem Bogen? Bogen auf Inni. Oben nehmen wir deine Rüstungsklasse auf das Wort, nicht auf die Zahl. Attribut? Weil mein Ding ist, glaube ich, ein bisschen. Hier. Initiative. Zack. Aha. Ich glaube,
Eine Eins. Ja, er hat ja gesagt, leg los. Ja. Diesmal ist die Zwergin von Witherbloom als erste dran. Und streckt die Hände aus. Dornen peitscht! Und aus dem Boden brechen Ranken hervor, die nach dir peitschen. Wenig überraschend. Mit einer natürlichen 20. Das sind 6 Trefferpunkte Schaden. Und du musst einen Konstitutionsrettungswurf machen. Constitution Saving Throw. Ist eine 13 geworden. Das reicht nicht und du nimmst nochmal. Ups. 27 Schaden, Giftschaden. Oh, 27 Giftschaden. Jesus Christ. 20, Natural 20, Verdoppelung. Alles, was gewürfelt wird, wird verdoppelt. Meine HP hier in Dingens. Da, wo die Null steht. Ja, dein Hitpoint-Maximum, das kann 46. Nicht sein. Ja, genau, das kann nicht sein, wie es jetzt eingetragen ist. Ah, du hast schon runtergenommen. Ja, wie viel Schaden habe ich insgesamt? Du hast jetzt. Ja. Dankeschön. 33 war es insgesamt. 33 Schaden, okay. Yeah. Damasch. Die Zwergin schaut sich schon so zu den anderen. So macht man das. Ja, so macht man das. Ja, aber Indy steht relativ ungerührt da, hat so eine Hand auf der Brust und ich tanke mir einfach meine ganzen 30 Lebenspunkte von Lay of Hands einfach direkt wieder rein. Wow. Ich stehe unberührt da so. Die Zwergin. Oh, ich hasse Paladine. Aber das war schon mal gar nicht schlecht. Das war deine Aktion, ne? Das Heilen. Ja, das war auch meine Aktion. Dann versuchen wir das Ganze doch nochmal. Dornenranken! Aus irgendeinem Grund scheinen die immer ihre Angriffe schreien zu müssen. Nicht gut. Trifft eine 15. Nee. Amoklas 18. Ja, das rutscht an deine Rüstung ab und sie schaut zu den. Haben wir irgendwelche Regeln gegen Rüstung? Und dann schauen sich diese. Nee, nur Waffen. Warum trage ich keine Rüstung? Was soll der Scheiß? Du bist dran. Ich bin dran, dann würde ich, nicht Skills, sondern Zauber, dankeschön, dann würde ich nochmal, wo ist es denn, Cure Wounds würde ich auf auf Nummer 1 casten, einfach um mich voll zu heilen, just because I can. Gut, sie macht weiter und schlägt wieder daneben, jetzt also langsam so kleine Schweißperlchen auf der Stirn. Ich komme nicht durch die Rüstung durch, sagt sie zu den anderen. Das ist aussichtslos. Und Indy so, kommt da noch was heute? Und streckt sich kurz und würde dann nichts machen. Steht dann erstmal da und verschränkt die Arme und guckt sie an und lächelt ganz nett. Giftige Röntgen! Eine 13. wedel. Jetzt wedel Indy mit dem Schwarzen. Soll ich auch einmal? Oder soll ich dir noch einen Versuch geben? 3 hattest du schon. Mach dich nicht über mich lustig! Mach ich nicht, das ist ernst gemeint. Vielleicht brauchst du mehr Versuche. Giftige Ranken! Giftige Ranken. Eine 18. 18 trifft genau. Dann wieder Konstitutionsrettungswurf. 10 Schaden kriegst du so oder so. Mhm. Con Save ist eine 13 schon wieder. Ja, und dann kommen noch 9 Punkte Giftschaden also dazu. Also 19 Schaden. Mhm. Nein, nicht Heal, du Programm. Damage. Oh, okay. Doch nicht so unverwundbar, wie du dachtest, hä? Och, es geht. Und Indy kratzt sich so am Kinn. Was mache ich jetzt? Also eigentlich müsste ich ja sowas machen, aber das darf ich gar nicht. Also, okay. Und ich setze dann Moonbeam Level 2 ein. Es erscheint ein massiver, leuchtender Strahl an sanft, silbrig, blau glühendem Licht direkt über der Zwergin. 15. Sobald sie aktiviert, ja, muss sie einen Rettungswurf machen, ne? Ja, ich glaube, ich kenne mich mit dem Zauber noch nicht ganz aus. Ich weiß nicht, ob es ein Weisheitsrettungswurf war. Fußgänger, wenn du Pitches besser.
Damage. Achso, Fails. Constitution Saving Throw, genau. Konstitutionsrettungswurf. Ansonsten nimmt sie nur halben Schaden. Eine 14. Jetzt das ist der Spell Safe DC. Ah, Con 13. Dann hat sie ihn geschafft, das heißt, sie nimmt nur halben Schaden. Mhm. Dann sind 7. Oder 6. Nee. Wir runden immer zugunsten der Spielenden. Also. 7. Sie läuft mit einem aus dem Ganzen raus, woraufhin sie ihren Position verlässt, wo sie eigentlich sich auf das Duell eingelassen hat. Wie reagiert Schiedsrichter Heinz darauf? Übersetze. Heinz ist sich nicht sicher, was seine Aufgabe hier ist, außer zu zählen. Was soll ich machen? Soll ich faul rufen oder aus? Oder? Ja, ruf faul. Ja, ja. Faul. Faul. Was? Oh. Sie schaut auf den Mondstrahl. Aber hätte ich da jetzt echt drin bleiben stehen bleiben sollen? Das ist doch... Okay. Dann hätte sie sich nicht bewegen dürfen. Das habe ich nicht gemacht. Meine Füße stehen noch da, wo sie sein sollen. Schön. Dann schalt den wieder aus. Jetzt bin ich dran. Melentor tritt nach vorne. Tiefsee. Okay. Oh, schön. Ich würde mich hinstellen und sagen, ich sehe voraus, dass ihr verlieren werdet. Da wir Indy nochmal so ein bisschen auf den Kopf. Sehr gut gemacht, sehr gut gemacht. Sehr gut gemacht. Dankeschön. Viel Spaß, viel Spaß. Zur Belohnung, ein Snack. Auch ein? Schaff's die Tiefsee! Du schaffst das Tiefsee! Woo! Beende es bitte, Tiefsee. Quintilius, du kannst einfach gehen. Das ist dir hoffentlich klar, oder? Also du könntest doch einfach sagen, nee, sorry, ich meine, wir müssen zwei. Anzählen! Ich sagte anzählen! Initiative. ja, Moment. Eine 20. Oh Gott. Von Melentor. Das ist halt der Quintilius, ne? Also wenn der was will. Ja, wenn er einmal wütend wird, ne? Wenn er einmal wütend wird, wenn er einmal... 16, na gut. Okay. Eine 16. Gut. Quintilius fängt an und rings um ihn erwacht dann, als er zaubert, die Magie des Tals zum Leben. Es ist etwas, von dem du schon öfters gehört hast, Tiefsee, dass die Magie hier drauf reagiert, wenn andere Leute zaubern und dass der sozusagen die magischen Wetter zurückschlagen. Und er beschwört einen Luftstoß, um dich von deinem Platz zu verschieben. Das heißt, du musst einen Stärke-Rettungswurf ablegen. Geht auch Akrobatik? Oder so? Ich würde doch eine Akrobatikprobe gelten lassen, ja. Da bin ich zumindest ein bisschen besser. Was ist eine 14? Eine 14, gerade eben geschafft. Du stemmst dich gegen den Wind und weichst dem aus, während er wütend mit den Zähnen knirscht und ich muss eben einen B100 würfeln. Oh. Wild Magic. Das Magnetens. Schön. Sein Haar fällt aus. Mit einem Pfff. Es ist fast ein bisschen so, als würde sein Windstoß nach hinten losgehen und all sein Haar wird in eine Wolke rückwärts geweht. Er lässt den Zauber fallen und greift sich fassungslos in den Kopf. Das tut mir ein bisschen leid. Aber Tiefsee! Sehr lustig. Tiefsee ist dran. Ich find's nicht schlecht. Naja, Quintilius, ich sag mal so, guck jetzt nicht nach unten. Und ich wirke Hunger of Hadar. Damit öffne ich unter ihm eine 20 Fuß breite Sphäre in Dunkelheit und Kälte. Wenn er seine Runde darin startet, bekommt er 2d6 Kälteschaden. Und wenn er seine Runde darin beendet, nochmal 2d6 Acid-Schaden, weil Tentakel nach ihm schlagen. Was sonst? Tentakel-Tiefsee. Er wirkt aber so, als würde er da stehen bleiben wollen. Gut. Sehr entschlossen, mit zusammengebissenen Zähnen. Allerdings müssen wir auch für dich einmal den W100 würfeln. Wild. Eine 6. Neben dir taucht ein kleiner Kasten auf, der mechanisch aus Bronze besteht, mit einem großen Glubschauge in der Mitte und mit so einem leisen Psch, Psch, Psch,
von Dampfkraft sich bewegenden Armen und Beinen, der sich umschaut und dann sagt, Frage, welche Ebene habe ich betreten? Du bist in Strixhaven. Oh, schon wieder. Er lässt die Arme hängen. Willst du mitmachen? Bei was? Ja, Duell, du kannst bei der anderen Seite mitmachen. Wir brauchen quasi noch einen Spieler. Das erscheint mir nicht logisch. Pass gefälligst auf! Schreit Melentor von der anderen Seite und schleudert einen elementaren Angriff gegen dich. Aha, ich mach jetzt mal den Schaden für die Karte. Ja, auch der würfelt gerade mit einem Vorteil, das kann doch nicht sein. Elementarer Schlag. Eine 23! Ja, das trifft. Das sind 9 Kälteschaden. Mhm. Hellische Rebuke. Und auf wie viel Schaden hat er durch Hadars Hunger genommen? Durch Hadar hat er erstmal 6 bekommen. Mhm. Und wenn er seine Runde beendet, kriegt er nochmal 12. Und durch Hellish Rebuke bekommt er. Muss er einmal einen Dex-Save bitte machen? Mhm. Tiefsees Tentakel des Terrors. Hm. Keine 6 insgesamt. Dann sind das 4d10 Schaden. Das sind 18 plus 7 sind 25. 33 Schaden. Melentor geht bewusstlos zu Boden. Beziehungsweise sinkt langsam in diesen Abgrund aus schäumendem schwarzem Wasser. Ich mach das schnell weg, bevor er da irgendwo hingeht, wenn ich hin soll. Du entfernst das, während er zu Boden geht. Ich gehe zu ihm rüber und wirke Spare the Dying. Die anderen schauen etwas betroffen auf ihren Anführer. Und dann geht ein Zittern und ein Beben durch die Luft, als du Spare the Dying wirkst und auch dieser Zauber einmal die wilde Magie auslöst. Du bist 12 Zoll größer. Das sind irgendwie schon so um die 30 Zentimeter, ne? Ja. Ich fühle mich irgendwie besser als vorher. Die Teile sind wirklich toll, muss ich sagen. Und so wie Wasser, in dem so das letzte Mondlicht irgendwie schimmert, breitet sich eine Störung in der Luft aus und konzentriert sich dann hier am unteren Ende des Tals, wo sich langsam ein Oval bildet. Gehört das dazu? Ist das der Abschluss? Was passiert jetzt? Müssen wir noch? Ich guck zu Grimla, zuck die Schulter. Keine Ahnung, aber ich kann eh nicht gut zaubern. Also ich hätte jetzt nicht dagegen, wenn ich nicht müsste. Fantastisch. Was ist das? Eine sehr große blaue Hand kommt durch dieses schimmernde Oval und packt die Realität und zieht sie weiter auf, worauf sich dann ein blaues Gesicht mit einer langen Nase, rot glühenden Augen und einem breiten Grinsen mit Stoßzähnen zeigt, als ein Oni ein. Hi. Übernatürliches Wesen aus dieser Tür heraus bewegt. Sachen wieder. Die zu euch. Verbündeten von Melentor stoßen eine Mischung aus grellen, erschrockenen und absoluten Nope Schreien aus und spritzen in alle Richtungen davon. Na, ganz fantastisch. Melentor liegt weiterhin bewusstlos in dem Weg von dem Oni, der vorwärts marschiert, sehr entschlossen. Ich grapsche Melentor und ziehe ihn in Richtung meiner Teamkameraden. Gut. Und die rufen nur, wuhu, und weiter geht's! Und ich hätte gern von allen eine Initiative, korrekt. Ja, auch von dir, Heinz. Mitgefangen, mitgehangen. So, ich habe mein Ding jetzt nicht ausgewählt, mein Token. Ich habe eine 4. Ich habe eine 4. Ah ja, gut. Tiefsee kriegt auch einen Turn. Und der 15, Heinz. Vier. Heinz hat 15. Okay. Hm? Heinz hat 15. Der Uni hat 2. Zum Glück. Ja. Was war es, 15 für Heinz? 15 für Heinz, ja. Okay. Das heißt, dass Grimla als erste dran ist.
Ja, oh, my time has come und ich merke, wie das ganze Adrenalin jetzt durch meine Adern schießt und ich gehe einfach sofort in Bär. Aber ihr seht, über den Sommer hat sich was getan. Mein Bär ist jetzt nicht mehr braun, sondern weiß und ich bin jetzt ein Polarbär. Und stoße ein Brüllen aus und ja, ich glaube, ich werde meine ganze Aktion erstmal dafür nutzen, nach vorne zu preschen. Mal dahin und dann nochmal hierhin müsste ich, glaube ich. Ich komme nicht weit genug an ihn ran, aber das war's dann quasi. Aber es ist ziemlich beeindruckend, wie Grimla sich vorwärts reckt und dann dieser dicke weiße Pelz an ihr wächst und wie tatsächlich ihre Schritte, als sie vorwärts stürmt, im Boden so ein bisschen nachvibrieren spürt, als mehrere hundert Kilo wütender Bär nach vorne preschen. Dann ist Ninvi dran. Ich würde direkt einmal vergrößern wieder wirken auf Grimla. Sie ist jetzt ein wirklich verdammt großer Eisbär. Wie immer hat dann jetzt Grimla einen Vorteil auf Stärkewürfe und Rettungswürfe und du kriegst jetzt ein D4 extra Damage. Yeah. Und ich würde mich mal ein bisschen einfach 1, 2, 3, 4, 5 mal hierhin begeben, dass ich ein bisschen mehr ein Range 6 bin. Und ich gebe ab. Gut. Wo geht sie hin? Wo geht sie hin? Was macht sie? Wer, ich? Ja. Achso, ne, hier hin. Also, hier hin. Okay. Dann. So, genau, und dann gebe ich ab. Gut. Kann ja gar nicht so weit laufen. Heinz wäre dran. Heinz! Aha. Was möchte Heinz machen, Nico? Heinz weist darauf hin, dass er nackt und unbewaffnet ist. nicht so richtig weiß, was er jetzt hier eigentlich tun soll. Oh, sorry. Flieg, Heinz, flieg! Ja, deswegen. Heinz schaut sich fragend um. Heinz würde sich in die Lüfte erheben über das Schlachtfeld und falls irgendjemand es wagt, ihn anzugreifen, würde er seine bekannte Popoblitz-Attacke benutzen. Nur mal kurz, es wurde gerade eben. Beschwert. Ja? Es wurde gerade eben ein Zauber gesprochen, ne? Wir müssen weiterhin die. Ach so. Sorry. Die 65. Ja. Stimmt. Warte. Bis zu drei Kreaturen, die du auswählst, innerhalb von 30 Fuß zu dir, erhalten 4W10 Blitzschaden. Oh! Also ich darf mir das jetzt aussuchen? Ja, 30 dann Fuß. Dann will ich natürlich direkt einmal. Ach, 30. 30 10, Fuß. 20, 30. Da ist der Oni nicht mit drin, da würdest du nur Verbündete treffen. Nein. 2, 3, 4. Erreiche ich Grimla? So ein bisschen weit weg, ne? Warum willst du Grimla mit dem Blitz treffen? Ach so! Blitzschaden! Oh Gott, das ist nicht gut. Kommt dann Blitzschaden. Nee, ja, ich bekomme Blitzschaden als Schaden. Oh Gott. Also vielleicht lassen wir das einfach mal verpuffen, um dich herum zucken ein paar Blitze. Ja. Heinz hebt sich in die Luft und ist bereit, sich zu verteidigen, falls es nötig ist. Ich vermisse Tamio auch. Ja. Heinz weist höflich darauf hin, dass er vor wenigen Wochen noch von dreiohrigen Goblins als Gott angebetet wurde und jetzt hier sich so einen Mist bieten lassen muss. Aber gut. Also, Avicenna, was machst du, während Heinz eine Tirade darüber hält, dass er eigentlich ein Gott ist und das auch sehr vermisst? Gut, dass ich das nicht verstehe. Avi verlagert ihren Schritt weg von der blitzenden Ninvi und so, dass sie ganz gut Grimla sieht. Und Grimla, du hörst das Bonusaktion. Ob schwarzes, braunes, weißes Fell. Grimla, du warst immer schnell beim Feind, der heute Oni heißt. Wir warten drauf, dass du ihn zerreißt. Bardic Inspiration meins. Das ist kein Zauber. Das heißt, ich muss dich befüllen. Exakt. Und dann auch kein Zauber mache ich mit meiner Aktion. Mein Wild Shape und aus Avis Poren zwischen den Schuppen beginnen wieder die Pilzsporen um sie herum zu wirbeln und ich mache wieder meine Symbiotic Entity an. Jawohl.
Wir machen da irgendein schönes Symbol für. Das da zum Beispiel. So. Sehr schön. Dann ist Indy dran, der gerade eben noch Waffe und Schild an sich gerafft hat. Mhm. Und ich würde erstmal meine 30 Fuß ganz normal nach vorne gehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Müsste ich ungefähr hierhin kommen. Mhm. Ich würde mich da kurz nochmal zu Abby umdrehen. So ein Pilz wie letztens wäre ganz nice. Wechselsturm. Dankeschön. Und dann klatsche ich mir einmal gegen die Brust und würde Cure Wounds auf Level 2 anwenden. Was hat Bio gemacht? Achso, ja, bei Haha-Zauber. Du hast Angst vor der dir am nächsten stehenden Person, was Avicenna ist, bis zu Beginn der nächsten Runde. Wechselsturm. Und ich kriege 11 HP zurück, so. Okay, danke. Ich nehme mein Schild in die andere Hand und halte mir das so ein bisschen hinter den Kopf, so, damit ich ihren beißenden Blick in meinen Hinterkopf nicht bemerke. Was hast du jetzt? Nix. Was macht ihr die dann? Das war, ach nee, das war's schon. Ja, er ist gelaufen, hat sich geheilt. Ja. Tiefsee ist dran. Ich würde erstmal den guten Quintilius hinter Grimla schleifen. Mhm. Und dann würde ich selbst auch hinter Grimla gehen. Würde mit meiner Bonusaktion meinen Tentakel beschwören. Jawohl. Tentakel-Token. Und unsere Bilder sind verschoben aus Gründen. Seid ihr? Weil Gina gerade einen Ausfall hat. Oh, ich bin da. Oh. Was ist da passiert? Oh Gott, Entschuldigung. Nee. Da ist sie wieder. Oh, hey. Hallo. Nee, wir hören sie, okay. Die Kamera ist weg. Wir hören sie, aber die Kamera ist weg. Deine Kamera ist aus. So, jetzt ist sie wieder da. Gut. Und alles hat sich wieder unweg. Oh nein. Bleib doch. Wild Magic, Leute, Wild Magic. Hier kann alles passieren heute. Okay, Moment. Schaffst du's? Moment, ich muss mal nochmal rein und raus steppen. Warte. Warte, Teilnehmer und würde die Übertragung anzeigen. So, jetzt sind wir wenigstens wieder. Ja. Cool. Wir sind zwar nicht mehr in der richtigen Reihenfolge, obwohl, das kann ich auch ändern. Boah! So. Tada! Alles gut, hingekriegt. So, wo soll denn der Tentakel hin? Ah, du hast den Tentakel schon Grimla, platziert. Genau. Ja. Taktisch neben Grimla, um sie zu beschützen. Oh, ja. Und wenn ich dann noch dürfte, würde ich noch einen Eldritch Blast schießen. Mhm. Beziehungsweise sind ja mittlerweile 2 Eldritch Blasts. Der erste ist eine 15. Sekunde. Zu viele Fenster. Zu viele Ebenen. Eine 15 trifft nicht. Schade. Ja. Und eine 14 vielleicht? Nein, okay. Auch nicht. Das wäre lustig. Oh. Der Oni hat Rüstungsklasse nur von 0 bis 8 und dann von 10 bis 12 und dann von 15 bis 6. Ja. Oder so. Ja, dann bleibe ich da stehen. Die beiden gehen fehl, aber es sind ja keine vollwertigen Zauber, sondern nur Zaubertricks. Das heißt, die lösen auch die Wild Magic nicht aus. Ah, interessant, so gut zu wissen. Es ist eben nur Abstufe 1 Zauber. Dafür ist der Oni dran und der stimmt vorwärts und schwingt eine große, altertümlich wirkende Waffe, die oben einen schweren Bronzekopf hat, aus der seitlich eine Dolchklinge heraussticht. Oh Gott. Mit der er vorwärts stürmt und ruft mit einer dunklen, klingenden und eigentlich sogar relativ zivilisiert erscheinenden Stimme. Unschuldig seid ihr, das kann ich riechen. Das heißt, euer Fleisch ist zart und saftig. Unschuldig. Und dann schlägt er zu. Moment, diesmal denke ich dran, dass ich den blöden Always Roll Advantage ausmache. Mhm. Da, da, da. Und mit seiner Glaive, obwohl das war die große Form, da passiert immer noch nichts, ne? Gut, dann eine 11, die geht erstmal fehl. Jo. Oh nein, er ist tatsächlich groß, das wäre richtig. Dann wächst er noch quasi, während er auf dich zurennt und würde dann mit einer 19 zuschlagen. Ja, ja. Bei der Rückhand und trifft dich mit 10. Okay. Hiebschaden. Das ist okay. Ja. Das ist okay. Wohl einmal, aber. Siri Barbs bereit, aber. Dein Blut ist süß wie Honig.
Ich werde es mir anrichten mit Preiselbeeren aus den wilden Mooren, wo ich dich ertränken werde, nachdem ich dich entführt habe, meine Kleine. Das ist teilweise poetisch. Ja, sehr, sehr schön blumig so. Wenn es nicht so creepy wäre. Ja. Grimblar ist da noch dran. Oh, ja, my turn. Haha, jetzt ist er nah genug dran. Dann, genau, würde ich erstmal schön reinbeißen und mal sehen, wie er schmeckt. Ah. Mm. Du beißt zu und bekommst auch ein Stück von seinem blauen Fleisch zwischen die Zähne. Das sind 6 Schaden. Oh, Moment, es gibt noch ein D4 dazu, weil ich ja so groß bin. Weil du ein extra großer Bär bist. Genau. Das hat sich richtig gelohnt. Extra, extra nice. Large. Ja, und er schmeckt tatsächlich nicht nur, wie du normal Fleisch vorstellen würdest, sondern muffig und zugleich wie Trockenblumen ein wenig, so wie sie riechen. Bäh. Bäh. Ich denke mir so, ja, kein Wunder, dass er zartes Fleisch will, so trocken wie er schmeckt. Bäh. Und dann stelle ich mich so auf die Hinterbeine und hole einmal richtig schön aus mit meinen beiden Klauen. Und ja, das geht aber daneben. Ja, er schlägt die Angriffe beiseite. Sie wehren sich immer, aber dann bekomme ich sie. Dein Hals ist nur etwas dicker als der Kinder, die ich normalerweise hole. Okay. Ninvi? Ninvi, du siehst übrigens, wie einer von den weglaufenden Mitschülern mitten im Lauf einfach zusammen singt. So leise. Und dann bewusstlos gegen den Stein sackt. Oh Gott. Mhm. Ich würde ganz kurz rüberlaufen. 1, 2, 3 Schritte hier rüber und schauen, ob alles in Ordnung ist für eine Sekunde. Die wirkt sehr, sehr blass. Das ist die aus Kundhort. Und macht so. Dann rollen ihre Augen zurück. Ähnlich wie bei dem Satyr, der sich möglicherweise den Magen verdorben hatte. Ich würde sie rütteln und sagen, ist alles in Ordnung? Oh Gott. Und dann würde ich wieder auf den... Ja? Bleib bei Bewusstsein! Und dann würde ich versuchen, sie so ein bisschen mit so an die Wange so zu schlagen, dass sie wach bleibt. Und dann würde ich den Uni anschauen und sagen, das ist alles deine Schuld! Und dann würde ich Fireball wirken. Und zwar so, dass keiner getroffen wird von unseren, also nach hinten hin, den Radius ausweiten. Ist gut. Mhm. Ein echt Feuerball. Ja. Nett. Ja, das sind echt endlich mal Stufe 6 Charaktere. Mhm. Der Oni hebt erst seine große klauenbewehrte Pranke in deine Richtung und sagt, oh, nicht mein Tun ist es, ein anderer Zauber regt sich hier und dann genau. Er muss einen Geschicklichkeitsrettungswurf ablegen. Gegen 30. Gegen 15. Gegen 15. 30 ist der Schaden. Oh Gott. Der Damage ist 30. Entschuldigung. Eine 21. Also, und er schlägt seinen schweren, geölten Mantel hoch, um sich vor der Hitze ein wenig zu schützen. Und trotzdem, als er ihn dann wieder runterzieht, mustert er dich darüber hinweg und sagt, ein inneres Feuer, das habe ich lang nicht mehr geschmeckt. Trotz 15. Ja. Oh, trotzdem bekommt er noch die Hälfte des Damage. Genau. War 15. Wild Magic. Und Wild Magic, genau. Exakt, danke schön für die Erinnerung. Immer. 26. Da, da, da. Auf deiner Stirn erscheint ein weiteres Auge. Oh. Okay. Okay. Was denn? Sehe ich denn auch dadurch? Oder ja, du hast jetzt Vorteil auf alle Wahrnehmungswürfe. Oh! Oh. Na, da beschwere ich mich nicht. Naja. Trotzdem gewöhnungsbedürftig. Ich pok mir sonst auch. Sehr smart. Ja, das ist echt und empfindlich. Ich nehme an, Heinz hält weiterhin Abstand und beobachtet das alles. Ich muss leider durchgeben, dass mein Klient Heinz Featherly sich eben so über diese Sache mit der Webcam aufgeregt hat, dass er irgendwie in Schockstarre verfallen ist. Heinz stellt sich tot. Possum, Eule, was ist der? Er hatte ein Tantrum, wie man sagen würde. Warten wir mal ab, ob er wieder zu sich kommt. Oh je. Solange schwebt er wohl in time über den Köpfen der Leute, wie er das natürlich gerne tut. Avicenna?
Ja, Indis Wunsch ist mir Befehl, auch wenn ich nicht weiß, warum er jetzt so den Schwanz einzieht und Schiss vor mir hat. Aber ich hau mal hier neben Tiefsee den Healing Spirit. Das heißt, ich gehe mal noch 1, 2, 3, ja, nee, hat 60. Also ich gehe noch ein bisschen näher ran und dann kommt tatsächlich aus der Hand heraus, aus den weichen Lamellen der Hand, kommt ein kleiner Pilz, den ich neben Tiefsee, wie hübsch mit Äuglein, hinlege. Und der pulst jetzt. Das heißt, jeder, der in seinem Radius von, ich glaube, 10 Schritt, 5 Fuß, also wer genau neben dran ist, wie Krimna oder Tiefsee, darf Bescheid sagen und 1W6 Trefferpunkte zurückbekommen, wenn ihr den, eure Runde in dem Radius startet, sozusagen. Und das 8-mal insgesamt. Und ich brauche auch hierfür diesen Zauber einmal White Magic. Jawohl. 55 schon wieder. Hatten wir schon mal. Hatten wir schon? Ich weiß nicht, kommt mir bekannt vor. Ja, dir fallen all deine Haare aus. Das heißt, auch deine Tentakel. Tentakel? Oh, lösen sich und fallen rings um dich zu Boden und alle von denen öffnen die Augen und kleine bezahnte Münder, so wie der eine Tentakel, der sich zu deiner Pest verwandelt hat. Okay, ich will heim. Ich will jetzt nach Hause, Leute. Das ist ein Stück zu viel. Zum Glück hat das Luna nicht gesehen. Und ich ziehe mein Barret ein bisschen tiefer. Lass uns hier weg! Und ich würde noch als Aktion, kann ich ja noch einen Cantrip wirken, ne? Weil das nur eine Bonusaktion war als Zauber. Okay. Das würde gehen, würde, frage ich, geht, oder? Wenn das andere nur eine Bonusaktion war, dann genau, kannst du noch einen genau, Cantrip genau, der Pilz ist eine Bonusaktion, dann mache ich einen Cantrip. Dann mache ich Sacred Flame, einen Rettungswurf bitte von dem Herrn gegen 15. Das ist ein Geschicklichkeitsrettungswurf, ne? Genau, Geschicklichkeitsrettungswurf, sorry. Eine 18. Dann passiert nichts. Ja. Yeah. Und selten habe ich solch Gegenwehr gefunden. Selbst ganze Dörfer, die sich zusammenschließen gegen mich, bringen kaum mehr auf als ein paar sicheren und traurige Bauern, die ihre Kinder wieder haben wollen. Eine Herausforderung wie diese ist selten und umso zufriedenstellender. Redet der nach jedem Treffer? Und ich sammle meine Tentakel wieder auf oder ich versuche sie aufzusammeln. Die alle mit kleinen Greifhändchen sich an dir festhalten, Alter, und mit ihren Mündern sich an deine Kleidern und deinen Fingern festbeißen. Ach, Blödsinn. Meine Runde ist zu Ende. Und ich auch. Gut, auf geht's, Indy. Ja, als ich das runterfallende Tentakel höre, gucke ich nochmal so nach hinten und sehe dieses Horrorbild, wie sie auf einmal von Tentakeln umzingelt ist. Und renne einfach los, bis ich praktisch über ihren Pilz gesteppt bin. Denn weiter komme ich tatsächlich nicht. Ich komme nicht bis zu dem Viech hin. Und würde dann mich dann. Achso, nee, erst wenn die Runde anfängt. Aber ich würde trotzdem Shield of Fate auf mich selbst wirken, erstmal. Mhm. Was, wenn die Runde anfängt? Dann darf ich mich heilen. Nee, sobald du in den Radius trittst. Aber für alle, die schon immer in dem Radius sind, zu sagen, erst am Beginn der Runde, sobald du durchläufst. Dann würde ich mich natürlich gerne für 1W6, ne? Dann würfel ich dir 1W6. Schön. 4 Trefferpunkte zurück. Perfekt. Noch 7 Aufladung. Und ja, dann hau ich mir eben Shield of Fate rein. Das ist auch ein Level 1 Spellzauber. Gibt mir plus 2 auf AC. Für die nächste Minute erhältst du zu Beginn jeder deiner Züge 5 Trefferpunkte zurück. Oh. Mega geil. Oh, Wild Magic Win. Ja, super. Wild Magic. Wusel, 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 wusel. Sieht ein bisschen so aus, als hätte Avitena einfach ihre Haare zu einem Bart umgewandelt. Weil so zwei was sind. Ist denn das jetzt? Diese blöden Sender. Allerdings ist Shield of Fate nur die Bonus-Action. Ich würde nämlich tatsächlich noch Compelled Duel auf den guten Jin wirken. Der muss eine, wenn ich das jetzt noch richtig Weisheit bekomme, wahrscheinlich. Yes, Wisdom Saving Throw 13. Eine 1. Oh. Endlich ein würdiger Gegner. Ich habe lange keinen Okami mehr erschlagen. Was? Dein Wolfsfell wird meine nächste Rüstung zieren. Ich bin kein Wolf.
Und ich heiße Indy. Und ich heiße Indy. Tiefsee, was macht der Tentakel? Der Tentakel wartet ab, bereitet sich darauf vor, einzugreifen, wenn es notwendig ist. Bei dem Compelled Duel darf ich trotzdem eingreifen, oder Indy? Oder wie funktioniert Frage. Das? Das ist die Frage, ob das rückgängig macht, wenn jemand anderes angreift, ja. Wenn ich wen was anderes angreife, dann bricht es. Also ich kann den auch angreifen. Target, ja. Warte mal, if you cast a spell that targets a hostile creature other than the target, okay, ja, das würde das auch werden, wenn ich noch jemand anderes. Nö, soweit ich es gerade lesen kann, nicht. Na dann, dann machen wir halt. Ansonsten korrigiert mich der Chat sicherlich in 5 Sekunden. Bestimmt. Dann würde ich sonst einmal wieder Eldritch blasten. Seine Chat wirft sich jetzt davor. Nö, okay, alles klar. Let's go. Nö, der Chat ist damit einverstanden. Nö. 23 und 20, aber nicht natürlich. Beides trifft. Sehr gut, dann sind das. Ah, nee, mein Spell endet dann trotzdem. Passt aber, mach ruhig. Ja, okay, ist ja, 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 ich bin nicht so schnell und gut im Lesen. Deswegen, aber Eldritch Spaß macht ja gut Schaden, deswegen gönn dir. Ja, schauen wir mal. Ich habe meinen D10 verloren. Würf ich halt so. Ich stelle es mir halt vor. 7. 11. 11. Für den ersten. Der ist von beide das schon. Das war schon beide. Okay. Ja. Und dann ist der Oni dran und regeneriert 10 Trefferpunkte. Na toll. So ist er. Der Oni. Und rückt vor und sagt. Nicht Magie brauchst du, um mich zu binden, nur Faszination und weilst mehr oder weniger auf den Tentakel drauf und schlägt nach Indy mit seiner Glaive. Einmal eine 19. Trifft nicht. Zweimal eine 19. Trifft nicht. Beides kannst du mit Schild und aufglühender magischem Schutz abwehren, während der ein Schlachtfeld endlich, dass es lohnt, darüber zu sprechen. Grimbler, der ignoriert dich. Ja, ich hab schon. Der ignoriert dich. Unfassbar, wie kann man so einen großen weißen Bären ignorieren? Und ich bin ein bisschen in meiner Ehre gekränkt. Und ich setze einfach so in seinen Hintern rein. Ich stehe ja jetzt so zur Seite und einmal großer Biss. Das hilft tatsächlich nicht. Das gleitet an seinem seltsam geformten Kettengeflecht, das auf Leder aufgenäht ist, ab. Du hast Bardic Inspiration, falls du möchtest, ne? Stimmt. Es gibt auch Rerolls, auch für mich. Aber nur ein W6. Ein W6? Ich dachte ein W4. Bardic Inspiration, ein W6. Kurze Frage, wir haben es jetzt schon kurz nach 9. Ist es für euch okay, dass wir den Kampf noch zu Ende spielen? Ja, ja, den machen wir. Ja, das ist okay. Dann würde ich Bardic Inspiration nutzen und hoffe einfach mal. 18. 18, das trifft. Ja, also ich beiß rein durch die Ketten, durch das Leder in sein trockenes Fleisch. Du kannst noch ein D4 Damage drauf machen von meinem Enlarge. Genau. Oh, stimmt. Nice, nice. Okay, aber immerhin. Ja. Und dann kommen jetzt nochmal die Klauen und ich versuche in seinen Rücken zu krallen. 10, 11. Jawohl. Wie eine große Katze, die versucht, ihn als Kratzbaum zu benutzen. Aber es dringt nicht durch die Rüstung durch und er winkt so mit seiner freien Hand, mit der er die Gläfe gerade nicht packt. Geh fort, Tier! Ich würde dann noch einen Spellslot nutzen als Bonusaktion, um noch einmal kurz zu heilen, weil, hey, why not? Du verwendest einen Spellslot. Genau. Jetzt sind das nochmal 5 dazu. Und es war's bei mir. Oh! Du könntest auch. Du erhältst 2W10 Trefferpunkte zurück. Oh, wie schön! Wow. Ich mag White Magic. Ja, die ist super. Warte mal, war das jetzt Wild 12. oder Wild ja. Magic? Wild. Wild. Gut, okay, weil ich habe es jetzt zweimal als White Magic gehört, jetzt war ich so verwirrt. Ja, cool. Mir geht's wieder richtig gut. Alle Wunden sind geschlossen. Yeah. Was ist das hier für ein Ort, der sich gegen mich verschworen hat? Deklamierte Oni. Ninvi, was tust du? Ich sehe ihn und ich würde gerne
Slow sprechen auf ihn. Er muss einen Spell Save Dexterity Saving Throw gegen 15 machen. Bitte. Ja! Okay, super. Jetzt bekommt er eine -2 Penalty auf seine Armor, also seine Rüstungsklasse und -2 auf seine Dexterity Rettungswaffe. Außerdem kann er jetzt nur noch eine Aktion oder eine Bonusaktion machen, nicht mehr beides. Und er kann keine Reaktion mehr machen. Außerdem kann es jetzt nur nicht mehr als eine Melee- oder eine Ranged-Attacke machen. Und wenn er einen Spell castet, je nachdem, wenn er halt eine Action dauert, muss er D20 würfeln. Und wenn er über eine 11 ist, dann dauert es länger. Genau, zwei Runden. Okay, aber er kann jedes Mal am Ende seines Zuges versuchen, genau. Aber er hat einen Effekt wieder loszuwerden. Auf den Rettungswurf. Das ist ziemlich praktisch, ja. Ja. Und Wild Magic. 16. Oh. 16, scroll. Auch du regenerierst für den Rest des Kampfes 5 Trefferpunkte zu Beginn deines Zuges. Aber nicht übers Maximum hinaus, natürlich. Sehr hilfreich. Das ist krass. Aber Heinz, ich noch ein Stückchen weiter näher ran. Heinz ist wieder bei Bewusstsein, aber mischt sich weiterhin nicht ein, gehe ich mal davon aus. Nein. Avicenna? Avi nimmt mit all ihren Tentakeln, warte mal, wo kann ich denn hinlaufen? Du siehst auch einen weiteren von den flüchtenden Studierenden bewusstlos zusammenbrechen, mitten im Rennen. Ja, tragisch. ich dachte mir, dass dich das nicht so anschicht. Ich lauf mal zu Tiefsee hin und würde mit einer Hand die Tentakel festhalten, mit der anderen in die Luft. Mal schauen, wie schnell er jetzt noch ist. Und über ihm mischen sich Wolken zu einem kleinen Vortex dazu zusammen. Und ich rufe einen Blitz runter auf ihn. Und er muss einen Dexterity Saving Throw schaffen. -2. Dann ist es nur eine 12. Exakt. Dann bekommt er blitzigen Blitzschaden, und zwar 3d10 blitzigen Blitzschaden. Oh, wow. Autsch. Nice. Holy. Thunder. Thunder. Das sind 23. Thunder. Wow. Nice. Hey. Ja. Sehr gut. Und die Mächte der Natur verschwören sich gegen mich. Und eine 14. 14. Du zauberst Verwirrung mit dir als Zentrum. Oh. Oh. Hey, Wild Magic ist super. Bei dir passieren immer nur solche Sachen. Nein. Ein Weisheitsrettungswurf für alle in Reichweite. 90 Fuß. Oh Gott. Danke. Abigenna. Oh, ich habe nichts gemacht. Ich habe nur einen Blitz gerufen. Was macht ihr denn? Wisdom Saving Throw, ne? Ja, ich weiß nicht. 12 für das den Uni. Das auch nicht. Nein. Nein. Oh, nein. Nee, ihr braucht nur 15, Leute. Du knockst alle aus. Was macht ihr denn? Was ist denn jetzt los? Was tut ihr denn? Oh nein. Oh nein. Die fängt an, seinen Hammer abzulecken. Lecker Eis. Nimbi hat es nicht geschafft? Nee. Oh Gott. Einfach alle ausgenockt. Heinz 17. Ja, Heinz hat's geschafft. Ganz toll, Heinz. Herzlichen Glückwunsch. MVP. Nein, MVP. Oh Gott. Also es hat niemand geschafft, richtig? Es hat niemand geschafft, anscheinend. Nein, nein, nein. Abi steht in der Mitte und was tut ihr denn jetzt? Entschuldigung. Das ist lustiger. Ich finde das lustiger, als es vielleicht ist. Ich finde es sehr lustig. Ich weiß nicht, was Verwirrung macht, aber. Indy, du musst einen W10 würfeln. Ja. Einen W10. Jo. Roll ein D10. Ja, so, dankeschön. Eine 1. Du musst alle deine Bewegungen einsetzen, um dich in eine zufällig bestimmte Richtung zu bewegen, und zwar nach Nordosten. Nordosten, okay. Also renne ich auf Tiefsee. An uns vorbei sozusagen. Genau.
mit deiner gesamten Bewegung. Oh, cool. Okay. Aber ja, ein T-Dreh dreht sich um, aber der Oni ist zu langsam, um hinter ihm herzuschlagen, zum Glück. Stimmt. Eins, Slow. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, ja, hier oben. Tschüss, wieder weg! Was, warum? Dann ist Tiefsee ja, dran. Ich ahne Schlimmes. Ein WC. Eine sieben. Oh. Du musst einen Nahkampfangriff gegen eine zufällig bestimmte Kreatur in deiner Reichweite oder durchführen. Du oder Grimla. Ich hau einmal Quintilius aufs Gesicht. Nein, wir bestimmen sie zufällig. Also, okay, ja. Zufällig. Ein W6. Eins und zwei sind Avicenna. Drei und vier sind Quintilius. Fünf und sechs sind Grimla. Das wäre so gut. Ja, du schlägst Quintilius. Yeah. Er ist am Boden. Warum tust du das? Nein, Schuss. Darf ich sonst noch was machen oder ist das alles? Das ist alles. Das ist Verwirrung. Nein, das ist alles, ja. Ja. Okay, ich finde es gerade hilarious. Was macht der Uni? Der Uni muss auch halt wie 10 würfeln. Zwar, er rennt, oder? Der macht gar nichts. Ah. Der steht da. Hä? Oh. Gott, wie lange hält der an? Bis zu einer Minute. Oh Gott, 10 Runden. Man muss immer wieder Weisheitsrettungswurf machen. Echt? Ja, oder? Also man kann den ablegen, man ist nicht eine Minute verwirrt. Man kann immer ja, alle können einen Weisheitsrettungswurf am Ende der Runde machen. Am Ende der Runde? Okay, okay. Am Ende ihres Zugs machen. Also. Darf ich meinen noch nachholen? Ja. Dann will ich meinen auch noch nachholen. Bitte. 15, kommt Leute. Ja, ich habe jetzt 20. Ich habe eine 5. Gut, der Honi ist auch weiter verwirrt. Oh nein. Hä, ich dachte, wir bekämpfen Quintilius. Ich versuche irgendwie Tiefling festzuhalten und rufe so in die Fuß, bei Fuß. Grimla, ein W10 bitte. Ich mach den W10. Ich hab eine 6. Du tust nichts diese Runde. Oh, okay. Du schaust den Oni an, der Oni schaut dich an. Er schaut auf seine Hände. Das sind meine. Waren die immer schon 5 Finger? Und du kannst deinen Rettungswurf wiederholen. Mach ich. Und ich, Oh, der Uni regeneriert sich auch. 17 langt, ja. Geschafft. So, geschafft. Kinder. 17 yes. langt, ja. Oh, nice. Gut. Sehr gut. Ninvi, ein W10. Jo. 3. Du tust nichts. Oh, yay. Okay, yay. Dann Rettungswurf. Cool. Und dann Rettungswurf, ja. Passiert nichts Schlimmes. Ja, oh. 22. Yes. Yes. Okay. Heinz lacht euch alle aus. Und dann ist Avicenna wieder dran. Okay, könnt ihr mal erklären, was hier los ist? Avi tritt mal. Nee, Avi bleibt bei Tiefling, das ist Tiefsee. Das ist, obwohl, eben hat er einfach Quintilius gehauen. Ja, und hätte er nicht selber Spare the Dying auf ihn gezaubert, hätte er ihn jetzt umgebracht. Wahrscheinlich. Ich bleib mal, ich kann dir auch nicht helfen, es tut mir so leid. Das ist ja unglaublich. Dann würde ich vielleicht das langsam aber sicher durchschauen und würde auf den Oni, ich habe versucht, Gentilius festzuhalten, und mit der freien Hand, die nicht voller beißender Tentakel ist, würde ich in Richtung Oni zeigen, und die Finger bewegen sich fast aus den Gelenken raus, während über dem Oni ein Zeichen erscheint, und ich würde Bane auf ihn wirken. Mhm. Er müsste einen Charisma-Saving-Throw schaffen. Also ja, er darf ja sogar auch seinen Weisheitsrettungswurf, nein, seinen Geschicklichkeitsrettungswurf noch zweimal wiederholen inzwischen. Ach so, ja, vom Dings. Einen 9, das reicht nicht. Eine 2 reicht auch nicht. Das wäre sogar eine 0. Und jetzt muss er einen Weisheits... Charisma. Charisma. Mhm. Das wird selten gefragt. Eine 15. Das reicht genau. Kann ich eine Reaktion? Nee, wahrscheinlich nicht. Ne? Wenn ich es schon gezaubert habe, kann ich nicht noch einen Zauber als Reaktion sprechen. Ne?
Reaktionen machst du eigentlich immer nur im Zug eines anderen. Wenn ich nicht dran bin, genau. Ja, genau. Person, genau. Dann hat es geschafft, da gibt es kein Bane. Dann kann ich nichts mehr machen, das ist eine Aktion. Okay, dann war das das. Und das war ein Zauber. Genau. Oh nein. Verwirrung, nee, 25, was anderes. Auf deiner Stirn erscheint dein drittes Auge. Okay, das wird jetzt problematisch mit der Brille, Leute. Wirklich, ich versuche ja, aber du hast doch deine alte Brille. Wenn ich die so, ja, das würde gehen. Ich hole meine alte raus und versuche. Nein. Wenn du zwei so schräg hast, dann hast du genau drei. Nein, das bleibt jetzt offenes Auge. Indy. Yes, ich musste gerade erstmal ein bisschen überlegen, was ich tatsächlich machen will, aber ich renne natürlich zurück, mit der Zunge raus, sabbernd an Avicenna und Tiefsee vorbei, wieder zum Oni hin. Ach. Und ja, dann hau ich ihm mit meinem Hammer so richtig fettes Met, meinetwegen ins Knie, weil volles ich Pfund. Ja, volles Pfund. Und ich setze mich dabei Divine Smite ein und verbrauche damit meinen letzten Spellslot, den ich habe. Auf Level 1. Das musst du dich erst entscheiden, wenn du getroffen hast, tatsächlich. Genau, du kannst erst treffen. Ach so, okay, das wusste ich jetzt nicht. Genau, jetzt muss ich erstmal würfeln, ob ich überhaupt treffe. Genau. Ja. Ich habe sowieso zwei Attacken. Aber Tina hat sich in eine echt seltsames Monster-Version von sich selbst verwandelt. Die Tentakel kleben überall, wo sie dich hingehören. Drittes Auge. Fehlt nur noch der Bart aus blauen Federn. 18 ist ein Treffer. Gut. Dann würde ich tatsächlich Divine Smite einsetzen. Mhm. Smite him! Und da kriege ich für mein Level 1 Spell, wo stand es jetzt nochmal, Divine Smite, 2d8 dazu. Erstmal den normalen Schaden. Das sind 7 plus 2d8. Roll. Sprich mit mir. 9, 16. Sehr schön. Da ist er ja wieder. Hello again. Und dann würde ich meinen zweiten Hit gleich machen. Ja. Und da... Nee, der verfehlt. Haben wir einen Reroll? Weil ich habe nur eine 8 gewürfelt. Wir haben noch einen Reroll. Also ihr habt noch einen Reroll. Ich habe auch einen. Bitte nimm ihn, nimm ihn. BTF, nimm du ihn. Ach so, Moment. Dann nimm ganz neue Möglichkeiten. Net 20! Yes, sir. War meine erste in der Runde bisher. Geil. Und es sind trotzdem nur 7 Damage. Ja, du würfelst alle Würfel zweimal, ne? Du musst, ja. Ja, das hat Roll20, glaube ich, für mich selbstständig gemacht. Das waren 3d4 jetzt. 2d4 plus 3. Hier ist nichts angekommen. Ich sehe überhaupt keine Würfel. Nee, das hier. Ah. Jetzt habe ich Probleme mit dem Verrechnen von dem ganzen Zeug. Geil. Jetzt lesen und sonst was, deswegen. Also was machst du Schaden? 7 mal gibt. 2d4 plus 3 waren es. Da ist 7 rausgekommen. Du hast 2 gewürfelt dann. Nee, du hast... 1 plus 3 plus 3 war es. Aber du musst Würfel immer verdoppeln. Das kann nicht 3 bei rauskommen. Ja, genau. Was macht der denn normal für Schaden? Ich würfel 1w4 plus 3. 1w4 plus 3. Ach so, okay. Dann, der hat die Würfel verdoppelt, 2w4 plus 3. Genau. Ja, dann kann 7 rauskommen. Ja, klar. Ja, okay. Gut, dann... du hast aber einen Spellslot dafür aufgegeben, ne? Nee, vorhin das war für den vorherige. Smite. Genau, ja. Fallen mir jetzt alle Haare aus? Werde ich zum Nackt holen? Nein, Gott, dir wächst ein Bart aus Federn. Ah, da ist der Bart. Ey, du hast es noch angesagt. Ja, dir wächst ein Bart aus Federn, das ist alles. Wie reagiert Heinz auf so etwas? Als ich mich kratze und so eine Feder hängen bleibt, wundere ich mich so. Zum Teufel! Oh, klar, flauschig. Tiefsee, würfel doch mal ein W10, Steffen. Ah, natürlich gerne. Heinz merkt an. Ein 5. Heinz merkt an? Heinz merkt an, dass er gerne seine Popo-Attacke durchführen würde, aber er findet nicht genug B12 hier in der Wohnung. Heinz. Er sucht weiter. Yes. Was war die W10? Eine 5. Eine 5. Du tust nichts. Okay. Okay, ich glaub, mein, du lässt den Rettungswurf wiederholen, ne? Er hat sich beruhigt. Sehr gut. Eine 16. Dann hast du es geschafft. Oh Gott sei Dank. Der Uni tut auch nichts.
Das ist ein Rettungswurf. Wiederholen auch seinen Rettungswurf. Willkommen bei dieser spannenden Folge von Strix. Yes! Eine Abschied! Ja. Oh Mann, ey. Der Verwirrungskraft. Hey, so kann ich und Grimla locker auf ihn einklatschen. Ja, ja, das ist doch voll gut. Was er macht, ist sich regenerieren. Ja. Das tut er automatisch als böser Märchenriese. Mhm. Grimla. Ja, du weißt nicht genau, was hier zwischendurch passiert ist. Ja. Keine Ahnung. Ich kann mich auch an die letzte Sekunde gar nicht so richtig erinnern. Habe ich was gemacht? Hä? Nee, ich stehe immer noch hier. Der Oni ist immer noch hier. Jetzt bin ich verletzt. Was ist mit den anderen? Hä? Warum hat Indy einen Bart aus Federn? Ganz komisch. Egal. Reinbeißen. Und ich beiß wieder auf den Oni ein. Mit 21 an der Dreckigen. Ja, das ist sowas von ein Treffer. Der Oni macht nichts. Das heißt, es ist eigentlich sogar relativ leicht. Du packst ihn so, ziehst den ein bisschen ran. 10 Schaden. Ja, sehr gut, sehr gut. Und dann kommen die Klauen noch hinterher. Ja, nee, aber die wollen nicht. Die Klauen, die prallen immer an seiner Rüstung ab. Hättest du mal die Nägel nicht geschnitten. Ja, ne? Ach, verdammt. Keine Maniküre nächstes Mal. Nen wie? Ich spiele Witchbolt. Ich spreche Witchbolt. Ich spiele Witchbolt-Karte auf den Tisch knallen. Meine Fallenkarte aktiviert. Das ist ein Treffer. Ja. Du machst dem noch ein. Aber den kannst du jetzt aufrecht. Aber das kann doch gar nicht sein. Du müsstest doch längst schon 2W12 machen. Das ist, weil ich hab's auf Level 1 gesprochen. Hm. Okay. Ja, sicher. Na gut. Na gut. 98. Da passiert sicher was Lustiges. Ja, das klingt hoch. Um dich herum erklingt auf einmal leichte ätherische Musik. Links um Nimm mir auf einmal. Und der Hals, der wäre dran. Avicenna, was machst du? Ich lasse Tiefling wieder los, nachdem ich merke, dass seine Atmung normal ist. Und, ich bin ein Tiefling, aber ich heiße Tiefsee. Tiefsee. Entschuldigung, das ist. Ich lasse. Ich touch ihn und ist alles wieder gut. Okay, das ist passiert, als ich den Blitz gehoben habe. Also nochmal! Nochmal Call Lightning. Einfach nur um der Theorie. Er muss nochmal einen Geschickrettungswurf schaffen und minus 2 kriegt er immer noch. Mhm. Oh, er hätte vorhin nochmal seinen Rettungswurf auch machen dürfen. Seinen Rettungswurf von vorhin hat er versemmelt. Hat er nicht geschafft. Und den jetzt immer noch mit minus 2. Ist aber eine 20, auch mit minus 2. Also Halbzeit. Dann kriegt er nur 8 Schaden nur. Nur 8 Schaden und du könntest jetzt unsichtbare Tiere, unsichtbare Wesen sehen. Dein drittes Auge beginnt zu blau zu leuchten. Was passt zu dieser ätherischen Musik? Ich glaube, das hat was mit dem Blitz zu tun, immer noch. Ich bin überzeugt davon. Okay, dann war es das für mich. Was heißt? Indy ist rechts von dir klingt, spielt irgendjemand Harfe und singt. So bei Ninvi. Ich drehe mich einfach einmal im Kreis, guck mich um, so neben mir ein gigantischer Weißbier. Vor mir ein verwirrter Oni, neben mir Musik und hinter mir jemand, der auf einen Halbtoten einprügelt. läuft bei uns. Wir sind die Guten. Avicenna sieht eine Reihe von kleinen Feenwesen, die so winzige Schweineschnäuzchen haben, Flügelchen haben und auf einem dieser Felsvorsprünge sitzen und Sandwiches hin und her reichen. Ach, my life. Und ja, dann würde ich halt wieder meinen Lighthammer gegen den Oni richten. Mit, ja gut, die erste Attack hittet definitiv nicht, ist nur eine 10. Mhm. Dann schwinge ich natürlich gleich ein zweites Mal hinterher in der Drehung mit Schwung und hau voll daneben mit einer 8. Und ich dachte, du bist ein würdiger, Moment, bist du ein Gegner von mir? Was mache ich hier eigentlich? Tiefsee. Go, Tiefsee. So, endlich.
Ich habe jetzt die Schnauze voll. Dein Tentakel ist eingeschlafen mittlerweile. Richtig, wahrscheinlich. Sauber wird. ich würde als erstes als Bonusaktion Spirit Shroud casten. Mhm. Das bedeutet, ich darf, wenn ich einen Gegner innerhalb von 10 Fuß von mir angreife, einen D8 extra Schaden machen. Und wenn die Kreatur von diesem Schaden getroffen wird, kann sie keine Lebenspunkte regenerieren. Mhm. Bis zum Start meines nächsten Zuges. Es ist aber ein Level 2 Zauber. Das heißt, es gibt wahrscheinlich wieder Wild Magic. Mhm. So, ich hab dir eine Aura angemacht mit dem Shroud. Dankeschön. 88. Uff. Auch hoch. Ich ahne Schlimmes. Mhm. Du zauberst Fliegen auf eine zufällige Kreatur in 60 Fuß Entfernung. Bitte nicht noch Fliegen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und zwar auf 1, 2, 3, 4, 5, auf Indy. Oh nein! Indy, flieg! Du fliegst es mit deinem Bart. Oh, warte mal. Ich fliege jetzt. Du verlierst den Boden unter den Füßen und schwebst hoch. Ein Flughund. Ich drehe mich so um. Kann ich immer kneifen? Schlafe ich zufällig? Ist das ein Traum? Und ich fuchtel halt mit meinen Armen rum und sehe ein bisschen irritiert aus. Kneif den Oni zusammen. Und dann, ich würde mit meinem Cantrip noch Eldritch Blast wirken. Mhm. Das eine ist eine, cool, eine 8. Nein. Und eine 23. Die 23 trifft. Immerhin. Das bedeutet ein D10 plus ein D8 plus 4. Das sind 17 Schaden. Und er kann sich nicht regenerieren, was sehr wichtig ist bei diesem Gegner. Der Oni ist auch dran, der muss wieder entscheiden, was er macht. Oh. 8. Das war der Angriff. Und greift eine zufällige Kreatur an. Indy oder Grimlar. Nicht den Tentakel? Ich würde auch sagen, die Tentakel. Das ist keine Kreatur. Ja. Und er kann nur noch einen Angriff machen, weil er langsam ist. Eine 15 gegen Indy? Ist wahrscheinlich kein Treffer. Chance. Ja. Geschlagen durch einfache, mickrige Kreaturen. Unglaublich. Und er muss seinen. Rettungswurf. Geschicklichkeit, Rettungswurf. Eine 1. Und Verwirrung. Die Verlangsamung ist echt das Härteste. Das ist heftig. Ja. Eine 15. Ja, er hat die Verwirrung. Er ist nicht mehr verwirrt. Naja, es war lang genug. Schüttelt seinen großen, schweren Kopf hin und her. Und aber sehr langsam. Grimlar ist dran. Ich guck so Indy hinterher, der so neben mir so in der Luft steige. So. Okay. Da geht die Glewe von dem Oni knapp unter Indys Füßen weg, die er anzieht. Und genau in diesen Arm mit der Glewe beiße ich jetzt rein. 17. Das ist ein Treffer. Ja. Yes. Okay, cool. Dann noch ein D4 dazu. Genau, da kommt noch dazu. 12 Schaden. Ja. 12 Schaden. Und 12 Schaden. Nice. Mit einem Ich werde doch kein süßes Blut mehr schmecken. Oh, leid. Geht dir zu Boden. Lässt seine Glewe fallen mit einem lauten Klang. Dang, dang. Grimlar, könntest du mich kurz festhalten und runterziehen? Dankeschön. Ich gehe auf die Hinterpfoten und nehme meine Klauen und zieh dich ganz sanft runter. Dankeschön. Bleibe ich jetzt am Boden oder fliege ich wieder hoch? Wenn du dich konzentrierst, kannst du am Boden bleiben. Du kannst das steuern. Okay, nicht fliegen. Schwanz wackelt. Nicht fliegen. Geh nochmal zu Quetelius und wirke nochmal Spare the Dying, nachdem ich ihn nochmal geschlagen habe. Können wir ihm was von dem Heilpilz geben? Ja, Spare the Dying. Ach nee, ich kann gar nicht mehr wirken. Das ist ein Cantrip, oder nicht? Ja, das ist ein Cantrip. Ah, ist ein Cantrip, okay. Ja. Glück gehabt. Cantrip. Sonst würde noch jemand in die Haare ausfallen. Jetzt haben wir noch alle verwirrt. Entschuldigung. Und mein Pilz pumpt mal 3 Lebenspunkte in Quentin zurück. Dass er wieder bei Bewusstsein ist. Der. Er schaut zu dem toten Oni. Zu dem Pilz.
die flackernde Aura aus schwarzem Licht rings um Tiefsee herum, die Aura aus brodelnden Sporen und die rumkriechenden Tentakel rings um Avicenna und ihr drittes Auge und er hält direkt die Hand hoch, um nicht in ihr drittes Auge zu schauen. Oh fuck, was zur Hölle? Und dann sieht ihr seine Verbündeten, die alle bewusstlos am Boden liegen. Was habt ihr mit denen gemacht? Denk dir schon mal was Schönes aus, mit dem du uns beim Ball lobpreist. Und wir retten dir gerade den verfickten Arsch, also sei gefälligst ruhig. Leben die noch? Ich gehe mal zu... ist bewusstlos, aber noch atmet noch. Dann rufe ich mal Pilzi, weil ich kann mein Healing Spirit bewegen tatsächlich und dass mein Pilz mir hinterherlaufen oder kriechen oder was auch immer. Es ist nicht süß, es ist ein garstiger Pilz. Er wobbelt so ein bisschen hinter dir her. Und er wobbelt, würde damit ist dann süß. Auch abwobbeln ist süß. Eine Ladung in die Bewusstlose da schicken beim nächsten dann auch. Also noch 6 Treffer zum Beispiel. Also ich würde versuchen, mit dem bisschen Pilz, weil uns geht es ja eigentlich ganz gut, noch die Bewusstlosen aus Kritilius Team zu heilen. Okay. Der Pilz schlonzt. Ist das besser? Schlonzt ist auch. Schlonzt ist wunderbar. Von einer Person zur nächsten. So dass irgendwann deren Augen langsam wieder flackern, aber die wirken alle immer noch sehr bleich und kommen fast nicht auf die Beine. Das war erfrischend. Das sollten wir wiederholen. Damit wäre das wohl entschieden. Quintilius und Melentor rückt seine Jacke zurecht. Was auch immer hier passiert ist, und er wirft wieder einen Blick auf den Uni. Das Duell habe ich rechtmäßig verloren. Und ich werde meinen Einsatz natürlich einlösen. Ich gehe auf Quintilius zu. Quintilius. Was auch immer hier vor sich geht, ist größer als wir beide und das, was zwischen uns schiefgelaufen ist. Das Ding hier und das, was im Stadion passiert ist, das ist, denke ich mal, nicht dein Werk, aber irgendetwas versucht, diese Schule ins Dunkel zu reißen. Und ich fürchte, so sehr mir das auch missfällt, diese kleine Fehde zwischen uns, spielt dieser Kreatur nur in die Karten. Also, was sagst du? Lass uns dieses Kriegsbeil endgültig begraben. Ich halte ihm die Hand hin. Nachdem du mich gerade hier gedemütigt hast? Ich habe mich nicht gedemütigt, ich habe dein Leben gerettet von diesem Ding da. Ich war bewusstlos, könntest jetzt alles behaupten. Okay, dann halt nicht. Ich zieh den Arm wieder weg, dreh mich um, schüttel den Kopf. Und geh einfach. Ihr lasst Melentor und seine Truppe mit dem toten Uni da zurück. Nicht ganz, ich würde gerne die Zwerge noch aufsuchen. Mhm. Ist sie da irgendwo im Bewusstsein? Ja, da ist der Pilz gerade vorbeigeschlonzt und hat seine letzte Energiewelle in sie hineingepuppt. Die liegt mit dem Rücken an einer von den Steinwänden, furchtbar blass. Kommt hey, jetzt hey her? Was? Was? Hi. Ich knie mich so zu ihr runter, habe wahrscheinlich immer noch mein wie heißt Federbart. Federbart. Hi, wir haben ja vorhin das Duell gehabt miteinander, nicht wahr? Ja, du hast so interessanter Bart. Dankeschön. Weiß nicht, wo der her ist. Aber ich wollte nur gesagt haben, echt mächtige Zauber, das machst du richtig gut. Der alte Erste hat richtig gezwiebelt, kann ich dir sagen. Ah, okay, danke. Lass uns das wiederholen. Ist zäher Typ. Ja. Ich stehe ja nebendran, weil ein Pilz da ist. Ich nehme eins von Indies Ohren hoch, dass man dieses rosa Zeug innen drin sieht. So, oder? Wie wäre es, wenn ihr es bei diesem Ball wiederholt? Oh. Was? Oh. Frag sie, ob sie sich beim Ball treffen will. Und dann haue ich mir auf den Kopf und gehe ein paar Schritte zurück. Wollen wir das vielleicht beim Ball wiederholen? Fragst du mich gerade, ob ich mit dir zum Ball gehe? Ja. Okay. Nice! Bereite gute Zauber vor. Ich bin echt zäh. Und dann gehe ich weg. Indy! Ja? Hol's Stöckchen. Und ich zeige auf die Glaive von dem Uni.
Hast du dir verdient. Ich habe keine Ahnung, wie die Klefe aussieht. Das ist so eine lange Stangenwaffe mit einer Schneide oben dran. Ja, da beiß ich zu, steh auf und renn zu Avicenna. Okay, ich meinte damit, das war... Du kannst... Okay, jetzt lass aber auch los. Ja, du kannst sie behalten. Das ist doch eine wunderbare Trophäe. Ich meine, hey. Also in meiner Vorstellung ist das eine Girl gewesen. Eine Girl. Ich poste einfach mal einen Link im Twitch-Chat, auch wenn er sehr lang ist. Der nicht funktioniert, weil da ein Komma drin ist. Oder? Ja, da ist ein Komma vor China. Aber man sieht was. Aber genau, und da bei den sechs Waffen da, die rechts oben, das ist eine traditionelle chinesische Hellebarde, eine G. Ich fand, die passt gut zu dem ostasiatischen Oni-Monster. So ist das Duell vorbei. Und ich schätze mal, dass wir vielleicht aus Zeitgründen dann die erste Prüfung in Arcana Historie für Fortgeschrittene dann ablegen und wir heute erstmal das Ganze beenden. Vielen, vielen Dank an unsere Supertruppe. Das war einer der unterhaltsamsten Kämpfe ever. Wenn alle verwirrt sind. Wild Magic. Oh Gott, die Verwirrung war wirklich großartig. Ich schlag Melentor. Er hat es aber nicht verdient jetzt. Also jetzt hat es auch selber schon. So langsam so richtig. War, ja. Die Frage ist natürlich, war Tiefsee wirklich verwirrt in dem Moment? Oder kurz war der Klarheit. Ich bin verwirrt. Ich muss mal wieder zuschlagen. Genau. Ja. Das bin ich dich. Das wäre sehr gemein gewesen, die Runde den Wolf zu schaffen. Ich habe keine Kontrolle über mich. Das bin ich nicht, das ist mein Faust. Wunderbar. Ja, das ist unsere tolle Besetzung gewesen. Die Gina als Ninvi, die sich sogar noch Sorgen macht um die bewusstlosen Gegner, weil sie umkippen. Die Fuchskind, von der ihr die Comics überall finden kann, wo man Bücher bestellen kann. Das sind mehrere Comics, die sich entweder um Wissenschaftsfaktenvermittlung oder um Vermittlung von Fakten und Erlebten zum Thema Autismus drehen. Und ich meine, wenn ihr zum Beispiel noch für ein gutes Weihnachtsgeschenk sucht, so zum Beispiel die fabulösen Fakten, die sind für Jugendliche und Kinder, glaube ich, total gut. Total, auch für Erwachsene, also eigentlich für alle. Ja, sie sind unglaublich putzig und man lernt was über alle möglichen Dinge, von Walen bis hin zu Pilzen. Genau, Pilze. Dann, Tavio ist heute vertreten worden von Heinz und seinem Übersetzer Nico und hat jetzt gerade etwas Großartiges, was heute gekriegt haben. Wir bestellen regelmäßig beim Sphärengesellen, der hier auch im Chat immer mal wieder, ich habe ihn vorhin auch mal gesehen. Ich weiß nicht, ob er jetzt noch da ist. Und meistens legt er dann noch irgendetwas mit rein, nämlich Leckerlis für Indy. Indy bedankt sich. Hat heute direkt aus dem Paket auch was bekommen. Und das ist The Secret Lives of Gingerbread Men. Ich weiß noch nicht, was es ist. Aber ich feiere jetzt schon den Titel. Man bestellt ein Dragonlance bei ihm und bekommt, naja gut, wahrscheinlich nicht jeder, ne? Aber wir haben ein Dragonlance bei ihm bestellt und haben The Secret Lives of Gingerbread Men dazu bekommen. Es ist sehr, sehr, sehr Indie, glaube ich. Und es gibt NPCs, ja. Non-Player-Cookies. Genau, ja. Oh, so süß. Es funktioniert. Es ist ein Backrollenspiel, schreibt er. Okay. Oh, so süß. Und der Ben als Avicenna, die einzig nicht verwirrte, die aber jetzt ihre Tentakel als eine Horde kleiner Babypests mit sich rumtragen muss und ihrer Freundin erklären muss, was passiert ist. Wann wächst das nach? Sie wachsen, warte. Es steht sogar dabei, wie schnell sie wieder nachwachsen, die Haare. In den nächsten 24 Stunden. Oh. Geht ja noch. Also wenn auch Melentor muss nur 24 Stunden kahl rumlaufen. Und den Ben, den findet ihr als Ben and Paper oder auch des Öfteren mal woanders zu Gast bei uns vielleicht. Aber gestern wurde zum Beispiel auch bei Annie die Kampagne zu Ende gespielt mit ganz, 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 ganz viel Drama und Herzschmerz. Oh mein Gott. Deshalb war das heute sehr erfüllend. Und das sehr Gegenprogramm. Ausgleich.
Ja. Und dann haben wir den Jewatzki, den Steffen, den ihr als Jewatzki findet, oder am Tavernentresen als Podcast, als Tiefsee, der sich mit Melentor versucht hat zu versöhnen. Vielleicht wird es hier noch was. Alles, was jetzt passiert, ist nicht mehr meine Schuld. Und der Walker als Indy, der immer, immer freundliche, der mit seiner Duellpartnerin jetzt auf den Ball geht. Und ich glaube, ihr stellt euch da unterschiedliche Dinge drunter vor. Unter Umständen. Ich möchte das Duell fortsetzen, nicht, dass wir tanzen. Mal gucken, was draus wird. Oh yeah. Ich habe übrigens, ich weiß nicht, wie ich mich vertan habe zwischendurch. Es geht noch bis ins vierte Jahr. Aber das vierte Jahr ist tatsächlich dann vor allen Dingen nur noch der Abschluss. Und es geht bis zur 10. Stufe rauf. Mhm. Aber das dritte Jahr geht auch relativ schnell vorbei. Ich denke, maximal noch eine Folge vor der Maskerade, wenn nicht sogar die Folge schon in die Maskerade reingeht. Okay. Oh. Krass. Und dann eine Folge für die Maskerade und Krams drumherum. Ja, schauen wir mal. Vielleicht wird es ja auch teilweise noch in die Länge ziehen. Aber irgendwie. Ja, 4-5 Folgen, denke ich, werden wir noch spielen. Right. So in der Richtung. Und dann finden wir was raus, was wir mit den Charakteren noch weitermachen. Ja, ja, unbedingt. Weil sie sind toll und sie haben alle so viel Artwork. Ja, es kommt auch mal mehr dazu. Ich muss euch noch alle in den Ballkleidern zeichnen. Oh, oh stimmt. Ja, unter anderem um die Ballkleider geht es nächstes Mal. Oh je. Ich muss ja ehrlich dazu sagen, ich liebe diese Runde, weil sie macht extrem viel Spaß und wie es Ben richtig gesagt hat, einfach wholesome. Das ist einfach. Ja. Ne, deswegen, absolut. Wir werden weitermachen, hoffe ich. Ja, wir haben so ein bisschen die Idee, dass wir euch dann nach eurem Schulabschluss einfach durch die verschiedenen D&D-Welten schicken. Dann besucht ihr mal Grün und dann die Vergessenen Reiche und dann Eberron oder sonst. Oder wegen mir auch Ravnica, ja klar. Ah. Freue ich mich halt. Da freuen sich halt die Leute, die Magic auch spielen. Ich muss in den Izzet-Tempel rein. Sigil, schreit Nico im Chat. Sigil! Ja, Nico, das sprichst du doch. Ja. Und der Chat freut sich auf den Gedichtband. Stimmt, wir müssen den Gedicht, Schmählied und Illustrationsband fertig machen. Das ist auch etwas, was wir dann nächstes Jahr vorhaben. Und die Idee ist halt, dass wir dann halt ein kleines, also kein Hardcover, aber sondern so ein kleines Softcover-Heft mit den ganzen Sachen machen. Und dann könnt ihr das erstehen. Und dann kriegen alle Leute, die dazu beigetragen haben, was von dem Gewinn. Der Ben, die Daniela, Gina hat auch ein paar Sachen gezeichnet, solche Dinge. Jetzt müssen sich die anderen überlegen, wie sie auch dazu beitragen können. Ehre mit ihrer Gebühr. Wir machen einfach Aktbilder, das passt schon. Schon wieder. Ich will die Strichmännchenzeichnungen von Tilius, von Tiefsee. Ja, das kriege ich. Oh ja. Ich bin ganz viel rot. Gut. So, was passiert hier noch? Nein, Werwolf-Finale war gerade. Wir haben am Freitag haben wir einen Patreon-Stream, den werden wir auch tatsächlich öffentlich streamen. Da spielen wir ein Legacy-Dungeon mit Dungeon Crawl Classics. Alle Leute kriegen einfach eine Handvoll an Stufe 0 Charakteren in die Hand gedrückt und schaut dann mal, ob sie sie im Dungeon verheizen und ob einer von ihnen das überlebt bis zum Ende und was sie da rausholen können. Am Samstag haben wir Patreon-Treffen im Fischkrieg in Siegen. Das heißt, da werden wir uns ein bisschen mit der Community treffen. Brav, ne? Tütenfresse auf und vorher testen und so. Und am Sonntag bin ich zu Gast bei Nerdstar und werde ein weihnachtliches Cthulhu-Abenteuer leiten. Besinnlich. Weihnachten in Creepy. Ja, besinnlich schaurig. Mal gucken. Und mal gucken. In einer Woche sehen wir den Ben zumindest auf jeden Fall wieder. Da spielen wir nämlich Warhammer. Auch sehr besinnlich. Auch sehr besinnlich, ja. Und am Donnerstag nächste Woche haben wir den Steffen zu Gast. Da reden wir nämlich über Worldbuilding. Da gibt es eine Sonderfolge Worldbuilding, weil beim Steffen dann gerade frisch gestartet ist oder an dem Tag startet. Was, der 21. oder der 22.? Am 20. startet. Am 20. schon. Telemar, deine Kampagne für Funk startet. Ja. Yes, wo du ja auch mitgeholfen hast. Deswegen macht es, glaube ich, Sinn, darüber zu sprechen. Ja, genau. Wir reden ein bisschen über Worldbuilding und ja,
Foolproofen und Rubberducking von Worldbuilding und wie man sowas aufbaut für eine Kampagne. Und wie ich aus meinen Fehlern gelernt habe und versucht habe zu verhindern, dass andere Leute die gleichen machen. So ungefähr. Ja, und ich mache hier den Stream aus. Vielen, vielen Dank, liebe Leute. Ihr wart auch ein wunderbares Publikum. Der Chat hat sich sehr amüsiert über das Chaos im Kampf. Macht's gut. Passt auf euch auf. Bis dann. Tschüss. Bye, bye. Ciao. Ciao. Macht's gut.